Ich habe Schwanz! Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Bufka, Kafka, Kofka, Kifka. Was? Hab mich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich kritisiere. Und mach ein Tor! Tor für Mari! Was? No! Mit der Anfrage macht das Spiel schon 10 cooler. Kill die, kill die, kill die. Kill die, rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein. Schaffst du, komm. Schaffst du, komm. Ja, schaffst du wirklich. Komm. Ich hab einfach nur alles da reingebracht. Nice! Bis dann. Warte, ihr kriegt noch kurz die Krokodil Power. Mau und ciao. Quack, quack. Bin ich froh, dass Reklamationen in meinem gelernten Job nicht so ohne weiteres möglich sind. Bestatter? Ja, was? Stelle ich mir eine Reklamation auch sehr merkwürdig vor. Oh, das wäre super witzig. Also, weh, du kommst da nicht weiter. Du bist schwul. Das ist ein Schwanzjagdspiel. Das muss funktionieren. Ein Podium können wir bauen. Oh, Leute. Oh, lala. Jetzt können Reden gehalten werden. Können die Ziegen Reden halten, oder was? Sprechet zum Volk. Meh. Warum stelle ich mir das gerade im Chat so vor, dass Josie und Däumelinchen auf diesem Rollstuhl sitzen und dann den hier machen? Warum stelle ich mir das gerade vor? Ja, ist durchaus passend. Es musste kurz sein, es tut mir leid. Ah nein, Entschuldigung, ich habe das nicht richtig interpretiert. Moment. Du musst noch einen Löffel dabei festhalten, ganz wichtig. Oh, wartet, ein Löffel. Moment. Löffel ist da. Wir machen das jetzt stilecht. So. Moment, ich muss erstmal wieder auftauchen. Da bin ich. Oh, ist tatsächlich aufgetaucht. So. Wo ist der Mari? Da ist der Mari. So Leute, jetzt ricken wir das Game. Ja, Morty. Und jetzt wird so übel, jetzt kommt einer von uns dran und es wird Marius Abfahrt. Ich schwör's dir, dann kotze ich im Strahl. Die kam heute noch gar nicht dran und ich bin glücklich drüber. Ich habe neulich Autogas eingestellt, da bin ich gar nicht mehr geladen gekommen. Und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Nein, es ist halt auch so. Ist jetzt auch herzlich willkommen. Suchst du nach etwas Exotischerem? Aber jetzt sind wir heute alle verrückt. So, wir sind dran. Würfeln wir mal. Bams, erstmal Schlachtfeld hier räumen. Und ein Pasch, guck an. Eine 10. Och, komm schon.
Dann kaufen wir mal den zweiten Bahnhof. Okay, ich möchte jetzt mal eine Prediction machen. B-Flash. Was, ja, was passiert denn, wenn ich eine 6 und eine 4 würfel? Dann kommst du auf den nächsten Bahnhof. Okay. Aber du würfelst keine 6 und keine 4. Okay. Hast du recht, das ist eine 6 und eine 1. Hm, Glück schade. Ey, das wär's jetzt noch gewesen, ne? Oh, Ereignisfeld, nächster Bahnhof. Nein, 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 nein. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Du schummelst doch! So geht Prediction, meine Freunde. Na dann, hopp, hopp! Ja. Wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Bari. Bei was hat dein Anal... Analphabet Probleme? Genau, dekadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, separates für den Stream. Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Stell mir das mal echt vor. Was? Guten Abend, Missy. Oder besser gesagt, guten Abend. Und Fotograf ist eben Fotograf. Das ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, kann ich. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist. Ich habe Schwanz. Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kufka, Kafka, Kofka, Kifka. Was? Stark! Hab mich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich trainiere. Und mach ein Tor! Tor für Bari! Was? So! Mit der Ansage macht es um 10 cooler! Kill die, komm. rein, jetzt rein. Komm, schaffst du, komm! Ja, schaffst du wirklich. Komm! Ich hab nice. Einfach nur alles da reingebracht! Nice! Ich dann. Warte, ihr kriegt noch kurz die Krokodil Power. Mau und ciao. Quack, quack. Bin ich froh, dass Reklamationen in meinem gelernten Job nicht so ohne weiteres möglich sind. Bestatter? Ja, was? Da stelle ich mir eine Reklamation auch sehr merkwürdig vor. Aber oh, das wäre super witzig. Also, weh, du kommst da nicht weiter. Du bist schwul. Das ist ein Schwanzjagdspiel.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen und Dankeschön auch Nurai fürs Reinbuttern. Und Hallöchen auch Reflash, die schon im Discord sitzt. Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Ich checke gerade mal kurz nach, warum mein Touchportal gerade nicht so möchte. Damit du was zum Nachdenken hast. Ist doch passend zum Dedo. Mhm. Brain AFK war es am Start. Ah, 50% für die Community-Herausforderungen sind schon abgeschlossen. Stark. Ich übernehme das hier mal. Ja, das ist jetzt mal kurz dein Stream. Das ist super. Danke dir. Oh, das ist strange. Dankeschön ja. Fürs Reinbuttern, Ark, Alec und Asteriope. Dankeschön. Und Nika. Entschuldigung. Da wurde ich mal ganz kurz anders. Hallöchen. Ich muss das ja so machen wie gestern. Mimi. Mo. Mama. Hallöchen. Ey, ich bin der komische Mensch da im Internet drin. Es macht die Dinge wieder grün. Es mag wieder. Juhu. Juhu. Stimme 2 bin ich. Und Stimme 2 geht's okay. Warte. So, bevor ich wieder Dinge überlese. Moment. Alovari. Hey, meine Hände. Ark habe ich schon. Reflash recht hat. Nika habe ich begrüßt. Ich bin so müde, aber wie geht's dir, Vari und Stimme 2? Mir geht's bestens, Asteriope. Ich bin auch ein bisschen müde, aber hey. Was soll der Geiz? Oh nein, Flasania ist komplett tot. 11,5000 Schritte. Hei. Na, Vari, wie viel hast du heute? Moment. Mehr, würde ich vermuten. Ganzen Tag unterwegs gewesen. Oh je. Was hast du denn gemacht? Wo? 15.091. Ja, sag ich ja, sind mehr. 161 Zonenminuten? Was ist das denn? Was sind Zonenminuten? Ich bin heute 11,76 Kilometer gelaufen und ich habe dabei 928 Kilokalorien verbraucht. Krass. Und so ist die Verteilung. Greenscreen for the win. So sah es die letzten Tage aus. Man sieht genau, wann ich mich nicht bewege, wann ich frei habe. Laufen. Das wolltest du nur gesagt haben. Bei mir sind es 2694. Faules Stück. Ich war auch den ganzen Tag unterwegs, aber ich habe die meiste Zeit mein Handy im Auto gelassen. Oh, krass, okay. Ohne Minuten ist, wenn der Herzschlag so erhöht ist, dass es als sportliche Aktivität gilt. Hallo, Laufen ist immer sportliche Aktivität. Da ist ja noch nicht mal drinne, dass ich irgendwie 25 Kilo Fliesenkartons hoch und runter wuchte oder so. Also machst du quasi 8 Stunden Sport pro Tag? Ja, und bin trotzdem fett. Was läuft nur falsch in meinem Leben? Und zu sagen. Ich liebe es, irgendwelche Sätze rauszuhauen, die dann Leute so mundtot machen. Ich finde das toll. Oh Scheiße, was soll ich denn da jetzt drauf sagen? Oh Gott, egal was ich sage. Ich kann nur das Falsche sagen. Oh nein, shit. Och.
Wäre es jetzt nicht der Stream, würde mich das, glaube ich, ja, nicht so. Ey, heute zweiten Arbeitstag gehabt. Ich bin durch mit 16.000 Schritten. Nur beim Arbeiten schließe ich für heute meinen Sport ab. Das glaube ich, die Asteriope. Das dauert auch eine gewisse Zeit, bis man da dann komplett drinne ist. Das ist normal. So. Meine Lieben, wir sind ja heute wieder beim Denksport-Donnerstag. Und den Denksport-Donnerstag fangen wir wieder ganz klassisch mit einem Kreuzworträtsel an. Hast du einen Timer ein? Ich habe normalerweise einen Timer. Warte, ich wechsle mal hier in die Gaming-Szene. Habe ich da schon ein Kreuzworträtsel-Dings offen? Nein, habe ich nicht. Halt, Timer, dich möchte ich noch gar nicht. Du gehst erstmal aus. So. Es wird jetzt gleich mal so ein bisschen ruhiger im Chat. Das liegt daran, dass die Nurai, wenn sie wieder am PC ist, auch gerne mal wieder den Emote-Chat aktivieren kann. Wenn sie möchte. Weil sie muss sich da ja dran gewöhnen. Das heißt, ihr könnt jetzt die nächste Zeit spammen, bis der Arzt kommt. Ich werde jetzt gleich hier das Kreuzworträtsel einmal anmachen. So. Ich frage nur mal kurz für einen Freund, wie geht denn das? Alles gut. Kann ich dir gerne mal auf Stream erklären. So, und ich habe noch nicht drauf geguckt, was das Rätsel so sagt. Ich binde jetzt auch nochmal den Countdown ein. Funktioniert das auch? Jawohl. So, und dann bei 10 starte ich. Jetzt. So. Viel Spaß. Schal. Bade. Bam, 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 bam. Oh, Flasagne, heute endet dein Abo. Lichtspielhaus, Kino. Oktoberfest. Ah, die Wiesen. Easy. Landwirt, Bauer. Nicht analog, digital. Toasten, rösten. Tierpfote ist die Tatze. Balte ist dann der Este. Kleine Trommel ist die Snare. Flechtmaterial, Rattan. Europäische Münze. Euro. Wäre zu einfach gewesen. Cent. Okay. Griechische Tugend. Arete. Nervenzelle. Neuron. Zelle meines Körpers ist glücklich. Oft. Helfer in der Not ist der Retter. Umstandswort. Darin. Nee. Daran. Ha. Wusste ich. Mediziner Mehrzahl, das sind die Ärzte. Seitlich, neben. Klingen, tönen. Reifeprüfung, Abkürzung, Abi. Bindewort und. Läuft. Hornvieh. Rind. Bootsart. Kanu. Schlingel ist der Racker. Neptun unter G. Oh. Ja. Aus Versehen geändert. Geleerschrittet. Weiß ich noch nicht. Französisches Wasser. Oh, ja. Taufzeuge, Pate. Anpassungsfähig. Du bist. Adaptiv. Breite Straße. Oh Gott, wie schreibt man das? E-A-W-Null. Holprig, uneben. Und so weiter. ETC. Halbton unter G. Yes? Oh, läuft. Kneipe. Kneipe.
Hallo Burger, das ist ein Emote-Chat. Warum schreibst du? Weil er VIP ist. Zu lesen. Weiblicher Vorname, Uta. Kneipe. Mischen. Mengen. Ja, Mengen. Ist das noch zentriert? Nein, ist nicht. Moment. Oh, jetzt werde ich auch noch abgelenkt mit Schneck für Josie. Hier, Maus. Hier, die Pinte. Füße. Läuft. Dichter. Kunst. Dampf. Fertig. Wow. 5 Minuten 53. Alter, da bist du aber durchgerast hier. Egal wie gut du fährst. Bari fährt Güter. Züge fahren Güter. Da bin ich echt gut durchgekommen. Holy shit. Streber. Das muss ich mal gucken, das könnte tatsächlich der Rekord sein. Ich glaube auch, ja. Heute im Stream noch 5:53 auf der Uhr. Und heute ist der 10.8. Das trifft man sich. Das ist tatsächlich Rekord. Gratu. Bisher war der Rekord am 23. März 23 bei 5 Minuten 08 auf der Uhr. Sogar mit Abstand Rekord. Easy. Ich sag's euch, Denksport hält fit. Das heutige Lösungswort ist Nutzlast, by the way. Uff. So. Moment, den Countdown kann ich auch ausmachen. Braucht auch kein Mensch mehr jetzt. Ich hab durchgefegt. Kann ich mal nachlesen, was hier so alles passiert ist. So, ihr habt schön gepostet. So ist richtig. Heute erinnert mein Abo. Hä? Das war kein Emote für mich wie ein VIP. Du bist ja auch ein VIP. Der olle Angeber, genau das, was Nurai schreibt. Entschuldigung, falsches alter Ego angesprochen. Da kommt man aber durcheinander mit den ganzen Namen. Du bist echt gut in sowas. Bei mir blockiert der Kopf so schon. On-Stream wäre dann Einbahnstraße. Och, Birgi. Ist doch nicht schlimm. Hallöchen, Fluffy. Fluffy. Na, wie geht's euch? Nom, Erdnüsse. Positive Kraft für Reflash, das Universum, spendet dir positive Kraft mit folgendem Ratschlag. Verurteile andere nicht, sondern versuche sie zu verstehen. Ja, jeder hat eine eigene Geschichte. Wohl wahr. Lasagna war heute wieder ein Ehrenmensch. Das ist mein neues Hobby. Ein Ehrenmensch? Denkst du dir YOLO oder was? Ich musste dich nur gerade bei Dampf von meinem Handy aus anschreien. Oh Gott. Warum, Nurai? Warum? Warum hast du mich da angeschrien? Als ich außerhalb eines Ladens gewartet habe auf meine Mutti, kam ein Bedürftiger und hat nach Pfand gefragt, damit er sich Essen kaufen kann. Hab ihm dann mein Essen gegeben. Er hat sich sehr gefreut. Das macht mich sehr glücklich. Und ja, mit seinen guten Taten Braggen ist cringe, aber ich will nicht braggen. What? Ich will nur ein schönes Erlebnis haben. Ich bin so alt. Lasagna, klär mich auf. Braggen? Ich kenn Flexen. Das ist mal Jugendsprache in anders. Wild. Wild. Entschuldigung.
Geringverdiener. Ja, du Kerlin. Kerlsternchen-in. Ja, deswegen habe ich die Pause dazwischen gemacht. To break aus dem Englischen, okay. Ja, weißt du, ich habe heute halt das Kreuzwort-Rätsel auf Lock gemacht, weißt du? Was heißt das eigentlich? Es ist so schrecklich. Es ist wirklich schrecklich, warte. Ja. Erklären wir mal die Jugendwörter, die zur Wahl stehen. Also. Riss. Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Digger. Oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Darf er so? Ausdruck der Verwunderung. NPC-Abkürzung für Non-Player-Charakter. Goofy. Im Sinne von tollpatschig. Kerl-in. Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Slay. Ausdruck der Bewunderung. Side-Eye. Bombastic Side-Eye. Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. YOLO. Steht für You Only Live Once. Oder auf Lock. Abkürzung von auf locker. Und was ist auf locker für ein Ausdruck? Easy. Ja, ganz einfach. Ah, okay. Yikes. Genau, Lasagna. Yikes. Danke fürs Erklären von deutscher Sprache her. Nein, Alec, die 50er wollen ihr Wort des Jahres wieder. Sheesh. Ah, oh, herrlich. Lasagna, Digga, nicht Alter. Ja, Alter ist ja sowas von, excuse me, wir haben 2023. Oh Gott. Digga, also, mit oder auch ohne Haar am Ende. Das ist halt echt sass alles. Man will so. Die Wörter ja wenigstens dann richtig schreiben, ne? Ja, aber sowas von. Hey, nicht die älteren Dissen. Ja, ist schon richtig. Hast du recht, Alec. YOLO und so. Genau. Oh Gott. Können wir weitermachen? Och, muss das sein? Heieiei. Nein, aber ich glaube, wir wechseln zum Quizkit. Da ist meine Stimme mal kurz hochgekommen. Ich lasse mir hier nicht von Geringverdienern an einem Mittwoch vorschreiben, was Dicker oder Cringe oder Yikes ist. Hallo, wir haben Donnerstag, Lasagna. Wir haben Donnerstag. Zerstört. Einfach nur zerstört. Das ist ja blöd jetzt. Mittwoch ist kein Jugendwort, vergiss es. Schrei uns nicht so an, Lasagna. Ist nicht schlimm. Hast du schon den Trauerflor angelegt, damit Flasani jetzt gerade mal kurz nicht VIP ist? Ja. Nein. Oh. Armes Putt-Putt. So, nein, Spaß beiseite. Wir machen mal weiter mit dem, weswegen wahrscheinlich die meisten von euch da sind. Und zwar dem Quizkit. Wie ging das hier nochmal? Ich mache das in letzter Zeit echt selten, ne? Ich glaube, das war das hier. Ja, war's. Welcome to QuizKit. So, für alle, die beim QuizKit mitmachen möchten, auf der Seite, wenn ihr mit der Maus rüberhovert, habt ihr so ein kleines süßes Viereck, was reinsliden sollte.
Ich hoffe, das tut's auch. Nein, ich finde das nicht. Kannst du das noch mal ein bisschen besser erklären? Oh Gott, die Gruselhand. Die hier, meinst du die? Da, auf der Seite. Gott, ist, mein Finger wirkt aber unfassbar lang. Ja. Geht's denn? Weiß ich noch nicht, Hallöchen Müll. Hallihallo. Ich bin quasi, warte, Wortwitz, ein Langfinger. Wow. Auf der Seite, wenn ihr mit der Maus drüber geht, könnt ihr einmal Quizkit der Erweiterung eure Rechte abtreten, sodass euer Name und so weiter genutzt wird bei der Punktevergabe. Genau, welche Seite? Zeig doch. Da. belastend. Oh. Warte, Flasse Hanja, du kriegst natürlich die Punkte zurück. Ich weiß ja, was du vorhattest. Warte, darfst gleich nochmal versuchen. Wo ist es denn hier? Wo ist es denn hier? Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Ablehnen. Oh. Und dann lass es dir schmecken. Lasagne, du hast deine Punkte zurückbekommen. So, und wo ist das Icon? Ja, in 20 Sekunden. Genau. Alles klar. Dann mich zeigen lassen und dann noch ein bisschen warten, ne? Ja, sehr schön. Aber eigentlich heißt das Danke, Flasania. Eigentlich heißt das Danke. Ich möchte es nur gesagt haben. Sind die 20 Sekunden vorbei? Mhm. Das ist schön. Schön. Oh, fantastisch. Tolles Bild. Da ist der Finger wieder kürzer, ne? Ja. Ist ein Zauberfinger. Ist ja witzig. Ist ein Zauberfinger. No, danke schön. So. Er reicht dann auf Lasagne, ne? Man muss ja jetzt auch nicht übertreiben. Genau. So, genug rumgeblödelt. Apropos genug rumgeblödelt. Heute gibt es 26 Fragen. Die, glaube ich, alle sehr trollig sind. Nee, tatsächlich nicht. Nur die Bonusfrage am Schluss. Aber wer da Punkte absahnt, der hat das aber definitiv verdient. Ups, there is an error. Hallo, warum kriege ich denn jetzt das Nudelholz? Aua. Ja, weil wegen, du hast Lasagne angemacht. Da wird ihr Harz ganz sauer. Das war doch nur ein Spaß. So. Für alle, die mitspielen möchten, sollte jetzt hier unten da das Regelwerk auftauchen. Nicht da. Da. Moment. Da. Nee, da. Kommst du klar? Nee, das ist für mich ganz schwierig. Ganz schwierig. Jetzt zeige ich mir mich gerade nach rechts und jetzt nach links. Und ich sehe es in OBS genau umgekehrt. Das ist... Oh. Ganz verrückt. So, seid ihr ready? Das Harz in der Pfanne verrückt. So, wir starten. Frage 1. Ein Geschwindigkeitsmaß in der See- und Luftfahrt. Ist das der Kilometer, der Knoten, die Elle oder die Meile? Wir fangen mal ganz entspannt und smooth an. Ein Mensch?
Hallo? Hallo, Flasania. Hallo, ich bin die Flasania und ich bin auch dabei. Hallo. Ich will nur den Zeitvorteil haben. Ich bin aber ansonsten stumm. Aber hallo. Ausgeschlafen. Warte. Bringt dir nur nichts mehr. Wieso nicht? Hä? Oh. Ah, oh, belastend. Nein, sie hört uns. Ja. Ehrlichkeit wird bestraft. Das ist so fies. Ja, es tut mir leid, ich trinke heute on stream kein Energy. Das ist euer Problem, nicht meins. Ich hab gesagt, geh noch mal los. Nö. Doch, hab ich. Ja, hast du, aber nö. Richtig ist natürlich der Knoten. Also, ich wollte schon sagen hier. Die Fragen sind noch relativ einfach, aber das ändert sich vielleicht jetzt schon. Punkte werden noch verschickt. Lasagne wird ganz klickhibbelig. Heute brauchen die Punkte aber ganz schön lange zum Verschicken. Ja, jetzt. Nächste Frage. Ein Highlight in der Tanzszene Südafrikas ist der Mambo, Barfußtanz, Gummistiefeltanz oder Stepptanz? Klingt wie eine Trollfrage. Ist es aber nicht. Ist es ganz und gar nicht. So, eure Antworten sind gegeben. Was hast du denn genommen, Reflash? Step-Tanz. Der Step-Tanz? Bin mir aber nicht sicher. Kennst du denn so viele Südafrikaner, die steppen? Nö. Aber du kennst sehr viele Steppen in Afrika. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Nee, es ist tatsächlich der Gummistiefeltanz. Hä? Ja. Ja, guck da doof. Hä? Der Gummistiefeltanz ist ein afrikanischer Tanz, der häufig von Tanzgruppen Südafrikas, zum Beispiel in den Touristenzentren, aber auch weltweit bei Tourneen von Tanzgruppen getanzt wird. Wild. Ach nee, wild, Entschuldigung. Die Bezeichnung für den Tanz stammt von den Gummistiefeln, die beim Tanz getragen werden. Der Gummistiefeltanz entstand vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts unter den Arbeitern in den Goldminen von Johannesburg. Die Gummistiefel wurden dort als Schutz vor Hautkrankheiten durch verseuchtes Wasser getragen. Die Arbeiter waren bei der Arbeit angekettet. Die Arbeiter waren bei der Arbeit angekettet? Mhm. Oh, okay. Hallo. Hallöchen, oben rechts. Ja, ich lebe noch. Sehr schön, sehr schön. Das ist schön. Ja, da habe ich euch gekriegt mit der Frage. Oh. Mich nicht, ich habe noch nicht mitgespielt. Alles gut. Oh. So, wir machen mal weiter mit Frage 3. Sie lautet, was sind Zestoden? Sind das Mehlwürmer, Bandwürmer, Regenwürmer oder Maden? Hallo, Mel. Ich liebe solche Einleitungen, wenn es heißt, oh oh, jetzt wird's peinlich.
Das kann nur gut werden. Flasania, was hast du denn ausgewählt? Mal gucken, ob du das Geld für dein Studium zurückkriegen musst oder nicht. Und wie sicher bist du dir? Ist aber richtig. Das sind Bandwürmer. Also kein Beschwer. Bitte? Ratet mal, wer Maden getippt hat. Du? Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Fun Fact, ich war's nicht. Darauf hätten wir auch kommen können. Ja, ne? Deswegen sage ich es euch, weil ihr hättet nur drauf kommen können. Zeit ist aber nicht. So, wir machen mal weiter mit Frage 4. Sparer haben etwas auf der hohen Spitze, Bank, Kante oder Ecke. Punkte. Hooray. Ganz eindeutig auf der hohen Linie. Ja. Oder E, Linie. Geht's dir denn einigermaßen gut? Ich habe das heute nur so ein bisschen im Discord gelesen, Rigani. Ja, mittlerweile ist es deutlich besser. Das ist schön. Ja, ich hatte heute Morgen 2 Schmerzschübe und dann gegen 11 nochmal. Ja, super. Und ja, aber ich habe heute Nachmittag auch schon einen kleinen Spaziergang zur Versicherung unternommen, weil ich da eh hin musste. Das sind so, keine Ahnung, 500 Meter Fußweg. Nachdem ich danach nicht mehr Schmerzen hatte, dachte ich mir, gut, das ist ein gutes Zeichen. Ja, dann ist wieder alles im Körper da, wo es hingehört. Nee, es ist nie da, wo alles hingehört, weil das nicht geht, weil ein Stück fehlt. Oh, okay. Und also, es wird halt nur nicht besser. Er hat recht. Genau, gute Besserung. Das, was Ellie schreibt. Ich habe das halt schon seit 10 Jahren? Nein, länger. 12, 13 Jahren. Und für mich ist das tatsächlich normal. Ich habe das halt nur immer mal. Aber Gott sei Dank, dass es nur ab und zu mal ist. Mittlerweile. Na. No. Als ich so 20 oder 19 oder so war. Einfach dran denken, YOLO, und alles ist gut. Nee, wenn du dir irgendwann überlegst, wenn Schmerzmittel auch nichts bringen, was du denn am besten tust, ob du nicht am besten dir den Fuß abnehmen lässt, dann ist das ist schon Nee. Das machen wir nicht. Hat dann aber den Vorteil, dass die Schmerzen anders werden. Das ist richtig. So, aber Sparer haben natürlich etwas auf der hohen Kante. Juhu, Punkte. Yay. Ach so, für dich auch, Rigani, die letzte Frage, Frage 26, ist eine Trollfrage. Die werde ich auch nicht vorlesen. Bei wie viel sind wir? Bei Frage 4. Also noch kannst du Punkte machen. Ganz entspannt. Ich bin früher eingestiegen. Ja. Hattest du Glück? Hätte ich mit dem Kreuzworträtsel länger gebraucht, dann hättest du vielleicht sogar noch bei Frage 1 einsteigen können. Kommt drauf an, ob ich die Frage wusste oder nicht. Ja, hättest du gewusst, glaube ich. Stimmt, oben rechts regelt. Wissen wir doch. Nee, bei mir war es jetzt oben links. Frage 5. Das Gautschen ist ein alter Brauch welchen Handwerkers? Des Polsterers, des Kaminkehrers, des Buchdruckers oder des Winzers? Das Gautschen. Lasagne für dich nochmal. Das Gautschen. Das habe ich letztens gelesen. Ich glaube, das war irgendwann mal eine Frage bei Wer wird Millionär? Möglich. Aber andere Frage, ist ein Winzer ein Handwerker? Ja. Ja, ich glaube schon. Das zählt zum Handwerk. Ich würde tatsächlich eher Richtung Bauer schieben. Ja, aber das ist... Ist das nicht auch ein Handwerk? Das ist auch ein Handwerk. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, Vari? Gautschen. In Bayern ist Gautschen ein gebräuchliches Wort. Das spricht man es aber anders aus. Nee, Gautschen. Ja, aber das muss mit mehr bayerischem Dialekt sein. Ja, komm mir jetzt nicht so um die Ecken. Okay. Fix nur mal.
Weißt du, dann war ich dann kann, Mensch. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ihr müsst mal ganz kurz alle weghören. Lasagna. Gouch. So, das Gouchen ist aber ein alter Brauch beim Buchdruck. Und mit Gouchen meint der Bayer so dieses Hin und Her wippeln. Normalerweise auf dem Sofa oder auf dem Stuhl. Im Hochdeutschen würde man kippeln sagen, glaube ich. Mhm. Ja. Oder zappeln. Ja, wobei kippeln noch was anderes ist als zappeln, weil kippeln tust du mit im Stuhl, ja. Und zappeln tust du nur auf dem Stuhl. Hm. Ah. Auslegungssache. Frage 6. Sie lautet: Was hat man redensartlich, wenn man häufig das Klo aufsuchen muss? Eine Studentenniere, eine Grundschülerlunge, ein Teenagerherz oder eine Konfirmandenblase? Schön. War das die medizinische Frage? Nein. Habe ich ja noch nie gehört. Bitte? Ich habe das auch noch nie gehört. Oben rechts halt. Das ist okay, Müll. Das ist okay. Man kann das ja auch super ausschließen. Muss ja ums Klo gehen. Oh. Ich dachte mir halt so, also oben rechts hat bei mir jetzt nicht gepasst, weil da steht die Grundschülerlunge. Ich dachte mir, was zum Geier die Lunge dann mit auf Klo gehen zu tun? Gar nichts. Es ist die Konfirmandenblase, natürlich. Ha, richtig geraten. Genau, 131 Punkte abgesahnt. Ich hab's auf jeden Fall richtig getippt. Mein Mann hat eine. Ich auch, gelegentlich. Beim Stream kann ich es Gott sei Dank so ein bisschen unterdrücken, aber nicht immer. Oben rechts zählt ja auch nur für mich eigentlich. No. Bei jedem anderen passt ja nicht so oft wie bei mir, wie ich dumm rate oder so oben rechts und dann richtig. Ja, das ist richtig. Das ist wahr. Traurig, aber wahr. So sichert sie sich die Punkte. Wir machen mal weiter mit Frage Nummer 7. Wessen Besitztümer und Einkünfte verwaltet der Camerlengo? Die des Dalai Lamas, die des Papstes, die des US-Präsidenten oder die des König Charles III? Oh. Ja, Lasagna lieber jetzt, ne, als nie. Korrekt. Der Camerlengo. Könnte man schon mal... Ja, ich dachte mir gerade, das könnte auch irgendein Chamäleon-Art sein. Oder irgendein Jugendwort für der kommt von links. Kam er Lengo? Hm. Ich sag ja, danke. Wer den Brown liest, weiß das. Ja, oder... Oh Gott, welcher war das? Sakrileg, glaube ich. Ist doch von Dan Brown. Ja. Den Film, also die Verfilmung davon. Ich meine, das müsste Sakrileg gewesen sein. Ist Da Vinci Code. Dann war ich falsch. Möglich, es hat in jedem Fall irgendwas mit der Kirche zu tun. Ja, ist nämlich der Papst. Ha! Da habe ich sie getrickst.
weiß gar nicht, was du meinst. Ich hatte nämlich vor dem Stream noch ganz schnell die Fragen zusammengebastelt und bei dieser Frage war noch Queen Elizabeth drinne und ich fragte Reflash, der wievielte Charles ist er denn? Da war sie jetzt gierig und wollte bestimmt 25 Punkte haben. Hä, krieg ich. Hä, erst geht überhaupt nicht, weil du mit 20 startest? Ah, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Gut, dass du das Spiel besser kennst wie ich. Sehr gut. Als, aber ja. Als wie? Einzigste. Deus. So. Schubslade. Läh. Ja, und ich habe nicht nachgedacht. Gut. Schön. Wenigstens ehrlich. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, Luffy. Nabend. Wir machen mal weiter mit Frage Nummer 8. Und sie lautet: Was ist ein Fiaker? Ist das eine Kutsche, ein Fahrrad, ein Auto oder ein Traktor? Oh Gott, ey. Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage, dass ihr das nicht wisst? Ja, bei der Frage, Alec, musste ich auch an dich denken. Als wie ist im Pott grammatikalisch korrekt. So. Nee, als wie wenn man, bitte. Oh, ja, genau. Wenn schon, dann auch richtig. Dann auch richtig falsch. Das ist die Kurzform. Oh nein, Quizkit funktioniert bei dir nicht. Du bist ja gerade erst reingekommen. Es kann sein, dass das bei dir bei der nächsten Frage erst richtig läuft, Luffy. Aktualisiere einmal mit Steuerung und F5 den Browser. Sag mir Bescheid, wenn du das gemacht hast. Und dann gucken wir mal, ob die Auflösung bei dir auch auftaucht. Okay. Das tut mir leid. Ansonsten einmal Zugriff verweigern und wieder neu und nochmal neu machen. Anderen Browser testen. Ja, wir wollen jetzt hier nicht die Gewohnheiten von Luffy ändern, nur wegen dem Dedo. Also jeder hat entweder Explorer oder Edge auf dem PC. Und manchmal funktionieren diese Dinge auch. Entschuldigung, da kam der Programmierer irgendwie. Oh, Entschuldigung, das war jetzt der Internet Explorer. Jetzt schon? Ja. Ah, nee, ganz schlimm. Aber ein Fiaker ist natürlich eine Kutsche. Yes. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wie viele Pferde da davor sein. Zwei. Müssen. Ach stimmt, das sind die Dinge, die in Wien und so auch rum... Das ist so die Standardkutsche, der Standardkutsche, wie jeder irgendwo stimmt. Erkennt. Ja, stimmt. Da war was. Ja, Alec, das steht bei mir noch aus. Ich muss auch einmal Wien besuchen. War ich noch nie. Ich auch noch nicht. Das klingt nach einer Wari-Reisegruppe. Wir kapern ein Busunternehmen und dann gib ihm. Und man hört. Reflash im Norden an und sammelt erstmal alle ein. Genau. Platania, ich hol dich ab. Und man hört dann nur noch. Ja, aber. X Bescheuerte in Wien gelandet. Oh, das wird Ausgangssperre in Wien. Und ich fange dann an, Norddeutsch zu reden. Dann kommen die gar nicht klar. Müll hat ein Busunternehmen in der Kundschaft. Nice. Oh Mann, oh Mann. Es wird dann auch noch zusätzlich eine NRW-Rundreise, habe ich das Gefühl. Ja. Kommt dann zu Wari. Ah. Zu mir. Ja, wird. Läuft. So, wir machen mal weiter mit Frage 9. Eine blonde Puppe aus den 70er Jahren hieß Baby Born, Annabelle, Kullertränchen oder Käthe Kruse. Tja, ihr habt jetzt Barbie erwartet. Nein. Mit blonden Haaren? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Hey. Also entweder bin ich verwirrt und habe getrollt die falsche Antwort genommen.
Oder ich habe das Bild falsch im Kopf. Ich hatte so eine sogar. Ach, ich muss mich drum, noch drum kümmern, was auf dieser 20er-Jahre-Party, der ich eingeladen wird, anziehe. Oh. Hose habe ich schon, aber der Rest. Ich habe gerade nur einen, wo ich 70er lese. Frag nicht die Connection in meinem Hirn, das ist komisch. Das liegt an den R-Jahren. Ja, scheinbar. Genau. Hose reicht. Hallöchen, Birgi. Birgi ist die ganze Zeit schon da. Ich weiß, aber trotzdem. Da ist er wieder. Wenn es ums Anziehen geht, ist er wieder da. Richtig, ist nicht Baby Born. Auch nicht Annabelle oder Käthe Kruse. Schade. Sondern Kullertränchen. Ernsthaft? Es gibt eine Puppe, die heißt Kullertränchen? Ja. Und ich hatte so eine als Kind und Okay. Ich fand die mega creepy. Richtig, richtig, richtig creepy. Aber sind das nicht alte Puppen grundsätzlich? Ja. Ach, die sind das. Ja, ich wusste nicht, wie die heißen. Die gibt's auch natürlich mit dunklen Haaren, aber rauskam. Ah, die Dinger, uiuiuiui. Mhm. Die ja. Sieht aus wie Chucky, die Mörderpuppe. Ja, schon. Ich finde die so von der Aufmachung her wie diese, kennt ihr die noch, diese Furbies? Die fand ich auch mega creepy. Boah. Nee, also die, boah, nee. Kullertränchen, ich hatte leider echt so einen. Die, oh. Ich hab sie gehasst. Ich war so bei Baby Born, auf Baby Born versteift, aber die hatte doch keine Haare, oder? Baby Born, nee, Baby Born. Deswegen habe ich Annabelle genommen, weil ich mir dachte, hatte Annabelle Haare, keine Ahnung. Baby Born hatte keine. So, wir machen mal weiter mit Frage 10. Diese lautet: Ein genutztes Grundstück, was aufgegeben wurde, liegt nun eben flach, brach oder tief? Gott sei Dank. Ja, der flach oder eben ist, kommt halt drauf an, ob Hügel drauf sind oder nicht, ne? Der Witz kam tief. Nein, aber heute machen die Schwierigkeitsgrade ein Auf und Ab. Man merkt's. Ja. Wer verwaltet irgendwas vom Papst? Das ist Grundstück, wie nennt man das? Endlich eine Frage für Leute vom Land. Oder für Stadtkinder, die irgendwo ein Einkaufszentrum haben. Oder für Stadtkinder, die was vom Land lernen wollen. Oder für Stadtkinder, die früher mal Dorfkinder waren. Hi! Ja, aber solche Grundstücke liegen natürlich brach. Easy. Punkte! Oder das Lasagne. Oder für Leute mit... Ich kann das nicht... Was? Gemeinbildung? Cool. Ja, aber nur vom All. Ja. Gemeine Allbildung. Wow. Sind die Aliens dann gemein zu den Erdlingen? Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Guck mal, so ist der aktuelle Zwischenstand. Cool. Upsi. Oh, macht auch nichts. Ark auf Platz 1. Elek auf Platz 2. Rigani auf der 3. Möll auf der 4. Nurai auf der 5, Flasania auf der 6, Birgi auf der 7, Reflash auf der 8, Fluffy auf der 9. Ich muss noch ein bisschen aufholen. Ein bisschen. Ich tatsächlich auch mal. Nee, du musst nicht aufholen. Hab im Übrigen eine neue Geschmacksrichtung für die Nudeln. Verbrannt? Durchgekocht. Gar. Nicht gekocht. Hex. Für so viel Bier bin ich ja noch einigermaßen dabei. Ja, läuft bei dir. Läuft. Das Hex finde ich gut. Ja. So, Frage 11. Michael Holm sang 1972 das Lied Mendocino, Liebeskummer lohnt sich nicht, Marina oder Tier Amo? Ja. So, und jetzt haben wieder alle einen Ohrwurm. Danke, auf jeden Fall. Gerne. Gibt es gleich zwischendrin eine Krötenpause?
Nö. Okay. Ich habe halt einfach null Ahnung. Von sowas. Also ein Ohrwurm habe ich jetzt auf jeden Fall schon. Ich weiß nur nicht, ob es das Richtige ist. Unimitil ist für eine Gruppenreise nach Wien. Ich bin hier nur noch an meinem Laptop gekommen, um das zu schreiben. Sehr schön. Dankeschön, Unimitil. Ja, das ist erstmal, sobald man im Norden anfängt, eine Rundreise durch Deutschland. Für mich auf jeden Fall, ja. Also für die Leute aus dem Norden und für die Leute aus dem Süden dann eine kurze Fahrt nach Österreich. Ich brauche einfach einen Sponsorship von wie heißen die, Flixbus oder was weiß ich was. Mhm. Oder Deutsche Bahn oder so. Ich wollte gerade sagen, so viele Leute passen in mein Auto nämlich nicht rein. Also bis jetzt geht's noch, aber wenn sich mehr anschließen, schwierig. Ich habe jetzt die ganze Zeit so einen scheiß Ohrwurm von Liebeskummer, lohnt sich nicht, mein Darling. Oh no. Schade um die Tränen in der Nacht. Gut, dass ich dieses Lied nicht kenne. Aber da habe ich nichts verpasst. Aber es ist Mandocino. Ich habe Ti Amo genommen. Ti Amo. Tschüss, Mel. Tschüss, Mel. Da muss ich wohl Fernbus-Simulator spielen, meinst du? Meinst du, dann kommt diese Sponsoring-Anfrage automatisch? Finde ich cool. Das wäre auf jeden Fall einfach dann, ja. Aber das war wirklich die einzige Musikfrage, glaube ich, in dem Sinne, Müll. Mhm. Ah, es wird wieder gebellt. Juhu! Puff. Ich muss leider Josie ein bisschen austricksen. Ich habe nämlich nicht mehr genügend Leckerchen da drin, habe ich gerade gesehen. Hier, Maus. Oh. Ein halbes Leckerchen. Das ist ja gemein. Aber ich kann das gleich wieder gut machen, bevor ihr mir jetzt hier gleich den Kopf abreißt. Vor allem die Michel, ganz, ganz entspannt. Ganz entspannt. Sie kriegt nachher noch eine Kaustange. Da muss ich Mel recht geben. Ja. Ja. Die Geschmacksrichtung hatte ich nicht gelesen. Ach, Curryhund, Huhn. Hatten wir die nicht letztens schon? Das war keine Musikfrage, das war eine Folterfrage. Das dachte ich schon beim Kamalengo, dass das kommt. Müll. Das war so eine Glitzerfrage. Ja, ich mach mal weiter mit Frage 12. Was ist ein Ventriloquist? Ein Kunstmaler, ein Fremdenführer, ein Sprachenübersetzer oder ein Bauchredner? Das im Übrigen, Reflash, war die Frage, wo ich mir dachte, oh scheiße, das werde ich on stream nicht lesen können. Ich weiß, das habe ich mir fast gedacht jetzt. Ach, das war das normale Huhn-Gericht. Okay, verstehe. Jetzt ist es Curryhühnchen, Hühnchen. Ventriloquist. Geht doch. Easy. Als hättest du nie was anderes gemacht. Richtig. Und ein Ventriloquist ist ein Bauchredner. Ich habe dieses Wort. Ich habe dieses Wort vorher noch nie in meinem Leben gehört. Ich schon. Naja, es sagt doch eigentlich schon der Name. Da steht nicht Bauchredner, da steht Ventriloquist. Und komm mir jetzt nicht. Ist irgendwas mit Bauch und dieses Loqui ist eher ist Reden. Deswegen heißen die auch Logopäden und so weiter ähnlich. Aber wenn Vent Bauch heißt, was stimmt dann mit einem Ventilator nicht? Ja, irgendwie sowas, so Venta, Ventra, Vento, kann kein Latein. Aber das ist, ich weiß das, weil ich immer so viel Bauchprobleme hatte, dass das Bauch heißt. Irgendwie sowas mit Vent am Anfang. Guck das jetzt nach. Was heißt lateinisch? Venter heißt Bauch. Hier siehst du?
Fast da angekommen. Und Loqui reden. Aha. Interessant, hier lerne ich ja tatsächlich noch was. Ja, Ventri, Venti. Also es ist alles dasselbe. Fängt alles mit Vent an. Ja, das ist das, wo man immer bei Among Us sich weggeschlichen hat. Ja. Machen wir mal weiter. Frage 13. Eine Verbindung zwischen zwei gleichgesinnten Wesen sind Bekannte, Freunde, Seelenverwandte oder Verwandte? Hä? Das kann man jetzt aber mit mehreren beantworten. Ja. Gut, dann ist nicht nur mein Hirn so, dass das direkt irgendwas gesagt hat mit Bauch. Mein Hirn sagte mir, Ventri sei was mit Bauch. In irgendeiner Sprache, die ich mal gelernt habe. Okay. Das ist meistens Latein. Nicht, dass ich das könnte. Eine Verbindung von zwei gleichgesinnten Wesen. Damit meine ich nicht die Bekannten, auch nicht die Freunde, auch nicht die Verwandten, sondern die Seelenverwandten. Aber sowas können halt auch Freunde sein. Nein. Man kann auch befreundet sein, obwohl man nicht gleichgesinnt ist. Du kannst aber auch befreundet sein, wenn du gleichgesinnt bist. Ja, kann. Ist aber dann keine enge Verbindung. Aber es steht auch nur eine Verbindung, nicht eine enge Verbindung. Von zwei gleichgesinnten Wesen. Boah. 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 Das ist mir zu weit hergeholt. Bauch heißt auf Französisch Ventre. Mhm. Oh, Birgi hat erstmal ein Ja-Aber-Sticker rausgehauen. Danke, Birgi. Ich hatte leider nicht. Ja, war doch angebracht, oder nicht? Ja, alles gut. Alles gut. Viel Spaß im Lurk, Big Props. Wir machen mal weiter mit Frage 14. Mitleid bekommt man geschenkt. Neid muss man sich verschenken, erkaufen, verdienen, erkämpfen. Ich habe gerade erst verkaufen verstanden und habe mich gefragt, wie man denn Neid verkaufen kann. Aber nachdem da erkaufen steht, dachte ich mir, das ergibt wesentlich mehr Sinn. Gut. Wir philosophieren jetzt beim Dedo um Sinn und Unsinn. Uiuiui. Jetzt wird's wild. Komm, bei Trollfrage oder sonst was, man muss mit allem rechnen hier. Ich habe eine Trollfrage eingebaut, wissentlich eine Trollfrage. Und die werdet ihr verstehen. Dass das eine Trollfrage ist oder verstehen, dass man es auch richtig beantworten kann? Ihr werdet das sehen. Okay. Ihr werdet mich hassen. Okay. Tun wir das nicht eh? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Manchmal. Ach, das ist okay mit manchmal. Ach, da ist ja noch Luft nach oben. Meinst du, kommt drauf an, ob du Punkte kriegst oder nicht? Nee, kommt drauf an, wie Vari so drauf ist und wie viel er mich ärgert. Möchtest du Mitleid? Wer, ich? Ja. Nö. Aber das kriegst du geschenkt. Ach so, cool. Nein, Neid muss man sich natürlich verdienen. Ich verstehe nichts. Was willst du von mir, Vari? Gar nichts, Nimithil. Gar nichts. Gar nichts. Werden verteilt. Juhu. Heute sind wir aber drauf, nehme ich Hill. So, Frage 15. Sie lautet: Welchen zweiten Vornamen trägt Thomas Gottschalk? Heißt er Franz, Karl, Johannes oder Georg? Oben rechts.
Ich glaube auch. Hä, wo kommt Nimitil denn jetzt auf einmal her? War Nurain nicht gerade da? Ich bin verwirrt. Asania beginnt auch oben rechts Team. Alles klar. Ja, sie beginnt sich ins oben rechts Team einzugliedern. Ist doch ganz klar die Aussage. She's begging, begging Blue. So die Frage, ob irgendwer von uns recht hat. Also bei mir wäre es tatsächlich auf dem Bildschirm oben rechts. Oh, und auf dem auch. Ich bin Team Doppel oben rechts. Und, wie heißt er? Nicht Franz, nicht Georg, sondern Johannes. Ha! Mist, Mist, Mist. Oben rechts hat gesiegt. Nö. Nö. Computer sagt nein. Genau. Das war so eine Frage, da habe ich mir gedacht, wer soll denn sowas wissen? Niemand? Nö. Ach stimmt, das ergibt dann nur ein Nemethil. Ach, keine Ahnung. Du da. Nee, ich vergesse auch immer, dass das ein derselbe Mensch und zwei Geretten ist. Nicht derselbe. Ein bisschen anders. Wenn die Mithil zu viel lacht, dann kann sie nicht schreiben. Oder jetzt wird das Quizkit vorgeschoben. Kann sie auch nicht schreiben. Hm. Wir machen mal weiter mit Frage 16, bevor das Nudelholz kommt. Was erforscht ein Paläontologe? Architektur, Frühgeschichte, Fossilien oder antike Bauwerke? Bauwerke. Mhm. Bauwerke. Ich bin für die Bauwerke. Hm? Klingt wie eine Krankheit. Warst du schon mal beim Arzt mit deiner Bauwerke? Hallöchen, ein Unikat. Moin. Ich kann halt so gut schreiben, wie du reden kannst. Ja, das stimmt, Nimithil. Das stimmt. Nein, Müll hat so schnell geschrieben und auch Lasagna hat verkackt. Oh oh. Belasten. Wenn man sich nicht verklickt hat und richtig Punkte machen wollte, dann hätte man schnell auf Fossilien geklickt. Mhm. Man könnte jetzt argumentieren, dass die Frühgeschichte auch irgendwie Fossilien beinhaltet, aber nö. Ja, Paläontologie ist ja offiziell tatsächlich Fossilien. Sowas wie Dinos. Quark. Dinos. Was? Alles gut. Wollte nur einmal kurz rumspacken. Okay. Also richtig im Sinne von hab's verkackt, aber richtig. Egal. Mache ich mir nochmal lieber ein Bier auf. Lass es dir schmecken, Müll. Guten Prost. Nächste Frage. Frage 17. Wenn jemand nicht knapp bei Kasse ist, dann ist er klamm, flüssig, abgebrannt oder blank. Wenn jemand nicht knapp bei Kasse ist, dann ist er klamm, flüssig, abgebrannt oder blank. Thank you.
Richtig ist natürlich flüssig. Nicht plank, denn sie sind nicht knapp bei Kasse. So, die Punkte werden verschickt. Darauf erstmal einen Schluck. Und Frage 18. Ein Gedicht, das aus zwei Vierzeilern und zwei Dreizeilern besteht, nennt man Ballade, Limerick, Sonett oder Terzine. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich habe den Deutschunterricht weit verdrängt. genau. Schon ein Weilchen her. Das ist doch Allgemeinbildung. Weiß doch jeder. Klar. Da sag ich dir bei irgendwas, was kein anderer weiß, aber ich auch. Ja. Wäre doch nur fair. Ja, schon. Da sehe ich mich. Was habt ihr denn so genommen? Sonett. Sonett ist oben rechts. Was hat denn der Chat so gewählt? Das ist aber nicht Sonett von euch. Badumts. Der hätte von mir sein können. Badumts geht in Richtung Lasagne. Ja, nun. Aber ich bin mal so nett, war richtig. Doch noch was hängen geblieben. Geil! Na, eigentlich hätte ich es ja eher so geil sagen müssen, aber nee. Warum habe ich denn jetzt einen Ohrwurm von Freude schöner Götterfunken? Wo kommt das denn her? Aus deinem Kopf. Aber gab's da irgendwas geradezu? Nee, ne? Ja, ja, der zweite Vornamen von Thomas Gottschalk. Frage 19. Was ist denn ein Klepper? Ist das ein Regenmantel, eine Regenhose, ein Regenhut oder eine Reithose? Das ist ein alter Gaul. Ein Klepper. Und das sind Faltboote, so viel ich mich erinnere. Ich meine, wir hatten mal eins. Aber das steht da alles nicht. Bei welcher Frage sind wir? Frage 19 von 26. Okay. Was? Das hältst du aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das geht noch. Das schaffe ich. Wir speeden ja hier so ein bisschen durch. Ja, das ist gut. So, ein Klepper ist keine Reithose. Ein Regenhut, nee. Aber es hat mit Regen zu tun. Das ist nämlich ein Regenmantel. Mist. Ich habe die Regenhose genommen. Bei mir war es der Hut. Ihr Hut, der hat drei Ecken. Wie gesagt, altes Pferd. Drei Ecken hat mein Hut. Ja, Regani. Jetzt ist Regani tot. Hm? Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Ein Klepper ist ein altes Pferd. Also, ja dann. Aber da steht dann nicht. Ich bleibe mich bei so Sachen wie den ollen Klepper mit dem alten Pferd, ob das einfach Dialekt ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Frage 20.
Wie viele Tage hat ein Zinsjahr? 365, 361, 363 oder 360? Quark. Alle mit einer kaufmännischen Ausbildung müssten das wissen. Bestimmt. Beim Handwerk bin ich mir gerade nicht sicher. Ich meine aber auch. Ich habe das nie gelernt. Ich? Oha, okay. Ein Zinsjahr hat immer oder wird immer mit 360 Tagen veranschlagt. Belastend. In welchem Zweig arbeitest du nochmal? Ich? Mhm. Ja, aber ich habe keine Ausbildung gemacht da drin. Es hat damit auch nichts zu tun. Also es hat ja quasi mit meinem Job nichts zu tun, so richtig. Was? Wir haben ja nichts mit Zinsen zu tun. Aber Rechnungen. Ja, und? Rechnungen haben nicht wirklich direkt was mit Zinsen zu tun. Zinsen sind mehr Bankgeschäfte und Kreditsachen. Ja. Korrekt. Aber jetzt könnte ich ja ankommen mit, aber das sind doch auch Verbindlichkeiten. Ja, aber es hat ja trotzdem damit, das ist ja was ganz anderes, es hat ja damit nichts zu tun. Und Verbindlichkeiten sind ja kleine Kredite. Es wird aber anders berechnet. Ich weiß, aber trotzdem, also. Muss ich dich jetzt mit meinem nicht vorhandenen Finanzwissen jabern? Ja. Danke, Regani. Danke. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass man im Geschäftsalltag oder zumindest in Berufen, die kaufmännischer Natur sind, da lernt man das auf jeden Fall, dass es einfach vereinfacht wird. Das Jahr wird dann eben mit durchschnittlich 30 Tagen im Monat gerechnet und dementsprechend 30 mal 12, 360. Ich bin immer noch für 13 Monate mit 28 Tagen. Der Zinsmonat umfasst immer 30 Tage, das Zinsjahr umfasst immer 360 Tage. Im Monat mit 31 Tagen wird der 30. und 31. als insgesamt ein Tag gezählt. Genau. Und der Februar? Dient als Ausgleich für die ganzen Tage, die nur, die mit 31 und so weiter gerechnet sind, wird auch mit 30 Tagen gerechnet. Ja. Weiter geht's. Birr ist die Währung von Kenia, Mauritius, Malaysia oder Äthiopien. Gesundheit. Danke. Ein Birr entspricht aktuell 0,017 Euro. Wenn du ein A drin hängst, ist das ein guter Bierpreis. Lustige Frage, weitere Fragen. Wie viel Bier? B-I-E-R, wie viel Bier sind ein Euro? Nee, ich dachte nur, weil Mel gerade so viel Bier trinkt und Bira ist ja auf Italienisch Bier und da steht Bier, dann fehlt nur ein A. Lassen wir das. Wie viel Birr kostet ein Bier? Kommt drauf an, wo du es kaufst. Mhm. Aber richtig ist, wie groß es ist. Äthiopien. Yay! Punkte.
So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie der Zwischenstand aktuell aussieht. Ark auf Platz 1, Regani auf Platz 2, Elek auf 3, Nurai auf 4, Möll auf 5, Lasagna auf 6, Reflash auf 7, Burger auf 8, Unbekannt auf 9 und Fluffy auf 10. Ich habe mich im Platz vorgekämpft, juhu. Ich auch. Crazy. So, nächste Frage. Sie lautet: Verzweifelt man an einer Sache, ist das einer Redensart zufolge zum Gänse kastrieren, Mäuse melken, Pferde mästen oder Schafe scheren? Oder E. Gorillas Bikini wachsen. Wachsen. Du hast auch Ohrwürmer. Ja, das ist jetzt aber Varis Schuld. Was? Ja. Du hast das Lied eben angesungen. Ja. Ah. Der hat drei Ecken. Das ist ganz schön zum Mäusemelken mit dir. Ja, wirklich. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Ich schau mal das Getränk nachfüllen. Drei ernst gemeinte und eine Trollfrage kommen noch. Und ein Schmecki gibt's auch noch für die kleine Maus. Also ein halbes. Die nächste Frage, sie lautet: Ja, habe ich gegeben. Während er sich mit der Feldarbeit schwer tat, fiel dem Bauer der Umgang mit dem eventuell, gegebenenfalls, womöglich oder Vieh leicht. Allein dieses eventuell, wie das aussieht. Das sieht richtig falsch aus. Das womöglich. Gegebenenfalls ist aber auch schön. Und vielleicht auch. Also, alles gut geschrieben. Aber ich glaube, dass das Beste ist wirklich das eventuell. Ja, es müssen ja auch leichte Fragen mit drin sein. Meinst du? Ja. Der Umgang mit dem Vieh natürlich leicht. Da. So wie da draußen gerade gehupt wird, habe ich echt das Gefühl, die fahren mir hier gleich ins Wohnzimmer rein. Oh oh. Mir fuhr gerade jetzt erstmal ein Motorrad vorbei. Frage 24. Auch hierzulande angeboten wird das sogenannte Braga-Sommer-Winter-Prinzip und Katzetraining, Eltern-Kind-Programm oder Tag-Nacht-Schema. Boah, keine Ahnung. Das hatten wir schon mal bei einem Dedo. Nein, Nimithil, das habe ich auch nie behauptet. Aber wenn man länger schon dabei ist, könnte man einen Vorteil haben. Denn es handelt sich... Ich lese einfach die Erklärung vor, dann werdet ihr da schnell drauf kommen.
Das ist ein Konzept für die Gruppenarbeit mit Eltern und ihren Kindern im ersten Lebensjahr, das im Rahmen der Krabbelgruppe den Prozess des Zueinanderfindens unterstützen soll und auf eine Frühförderung der Babys sowie die sowie einen Erfahrungsaustausch der Eltern abzielt. Damit hatte oben rechts nicht recht. Doch, bei mir wäre es oben rechts gewesen. Habe ich aber nicht genommen. Reflash hat sich für Hund-Katze-Training genannt. Nein, das war ich. Nee. Das warst du? Okay. Okay, krass. Weil Prager Rattler ist, glaube ich, ein Hund. Oh. Dann dachte ich mir so, bei so Prager irgendwas, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Da steht Hund. Es gibt doch bestimmt einen Hund. Ja, und ich war beim Prager Frühling und dachte, naja, dann vielleicht auch andere Jahreszeiten. Okay, kein Problem. So, letzte ernst gemeinte Frage. Nenne den Plural von Oktopus, der vom griechischen Ursprungswort Oktopos abgeleitet wird. Oktopusse, Oktopus, Oktopoden oder Oktopussen. Schön. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es die erste Form des Plurals oder die zweite Form des Plurals gibt. Ich meine, da gibt es bei diesem beschissenen Wort nämlich zwei Varianten von. Figani, ich bin dir zuvorgekommen, indem ich die Frage abgeändert habe. Du kannst Reflash fragen. Ich habe extra gegoogelt und habe mir gedacht, nee, das ist mir zu heikel. Wenn Rigani auftaucht, wird sie sagen, aber im Duden steht es so und so. Und es ist beides richtig. Und ich dachte mir, alles klar, dann kommt er noch vom griechischen Ursprungswort hin. Und damit ist es einzigartig. Bam! Ich finde, Mel hat recht. Oktopussis? Ja. Ich sehe das anders. Ich sag dazu nur Oktopost. Oh ja, oder das? Ja, die Oktopost. So, und deswegen... fehlt in den Antwortmöglichkeiten. Deswegen... Ich würde aber jeder nehmen. Eben. Deswegen habe ich das extra eingebaut. Nein, es ist tatsächlich so, es gibt laut Duden zwei Schreibweisen für Oktopus. Und zwar Oktopusse und Oktopoden. Aber mit dem Zusatz griechischen Ursprungswortes sind es die Oktopoden. Jawohl. So oder so, das Richtige genommen. Ist mir egal, ich habe den Ja-Aber-Moment einfach zerstört. Weil ich es genau predicted habe. Das griechische Ursprungswort herkommt, aber ich weiß nur Oktopus, Mehrzahl hat mehreres. Buhu, ins Plus gerettet. Luffy? Dann solltest du jetzt gleich schlau sein und nicht abstimmen. Ein bisschen Angst vor der Trollfrage, ehrlich gesagt. Ich werde sie auch nicht vorlesen. Aha. Viel Spaß. Aha. Da. Gefunden. Und mit 13,9 Sekunden war ich gar nicht so langsam. Ja. Noch übrig oder hast du jetzt ja. Noch umgerechnet? Nee, noch übrig. Ja, da warst du schneller als ich. Ja. Ich dachte mir, ich bringe mal so eine Trollfrage wieder zurück. Also. Die Frage lautet, was ist ein Diaphragma? Ist das ein Sexspielzeug? Ist das Intimschmuck? Ist das ein Verhütungsmittel? Ja, stimmt. Das S und das C hat sich irgendwie gedingselt und so. Ist das ein Verhütungsmittel oder ist das eine geometrische Figur? Ich finde, du hättest es genau so vorlesen müssen, wie es da steht. Am Karabin hatte nie Zisab. Weiter. Gutzel Eib, Sex, Sexes. Kmu, Schmitteln, nie.
eine Teamsknütyrüsip? Nein, es ist natürlich das Verhütungsmittel. Fantastisch. Kann das mal bitte jemand klippen? Ich bin gerade nicht mehr am PC. Ich lieb's jetzt schon. Ja, Alec, das ist wirklich unfair. Das stimmt. So eine Trollfrage zu der Uhrzeit. Im Übrigen, ich glaube, umgedreht geschrieben hatte ich auch schon mal. Ja. Hattest du. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und also, hä? Was ist denn jetzt los? Wie hat der das denn gemacht? Ja. So, dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Ah, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen, GG. Rigani auf Platz 2. Wir sind Besseres von dir gewonnen. Auch wenn... lange mitgespielt. Ja, buh, Ausrede. Nein, Spaß. Herzlichen Glückwunsch zum Platz 2. Endlich mal auf dem zweiten Platz hier. Ich muss einfach immer mal später anfangen. Alec, auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Angeschickerte Müll, Platz 4. Nurai auf Platz 5. Lasagna auf der 6. Reflash auf der 7. Birgi auf der 8. Unbekannt auf der 9. Und Fluffy auf der 10. GG an euch alle. GG. Ach, ist das schön. Plätze nach vorne gekämpft. Nice. Ja. Ja, ich glaube, so eine Trollfrage werde ich ab jetzt immer mal wieder einbinden. Ja, warum auch nicht? Ja. Wenn du sie dann auch noch so rum vorliest, ist es toll. Ja, ich kann ja jetzt nicht anfangen, das dann auszulassen. Also bitte, so viel Blödelei muss ich auch mitmachen. Mhm. Wenn du die Fragen schon stellst, ja. Richtig. So. Und jetzt, meine Freunde, ist die Frage... Was machen wir mit dem wunderschönen angebrochenen Abend? Rigani wird wahrscheinlich sich gleich ins Bett verabschieden. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. So, ja, das ist schon meine Bettgezeit. So, Dankeschön, Müll. Viertel vor 10 und ich kann jetzt erstmal sowieso nicht pennen. Aber es bringt halt auch nichts, jetzt wach zu bleiben, weil dann kann ich so auch nicht pennen. Ja, richtig. Das ist richtig. Das stimmt. Deswegen ist die Frage, habt ihr... Bock auf noch ein bisschen Gartikphone zum Ausklingen oder eher auf Stadtlandfluss? Gartikphone. Ich mach mal eine Umfrage. Kann mal jemand für mich für Gartikphone abstimmen? Kann ich machen. Danke. Oder scribble.io. Hat auch was mit Gunsch zu tun. Und die Umfrage mache ich für 5 Minuten. Das sollte jeder die Möglichkeit haben, abzustimmen. Danke. Wäre nur schön, wenn ihr dann auch mitspielen würdet. Das wäre halt super cute. Also was möchtest du? Gartikphone. Gartikphone. Dann stimme ich für dich ab. Danke. Und oh, das spielst du gar nicht mit. Alles klar, Rigani. Vielen lieben Dank. Fürs Mitmachen und den zweiten Platz heute. Trotzdem noch eine sehr, sehr starke Leistung. Und dir morgen einen angenehmen Tag. Ja, mal genau. Mal gucken, was das gibt, ne? Genau, das wird schon. Freitag. Ja, stimmt, der vorletzte Tag dieser Woche zu arbeiten. Zumindest für mich. Der letzte. Du Glückliche. Du schaffst das, Wari. Hm. Viel Spaß euch noch. Danke, gute Nacht. Tschüss. Oh, Gartikphone hat aktuell eine Stimme, Stadtlandfluss hat 3, Scribble hat 2. Spannend. Okay, Scribble 3, Stadtlandfluss 3, Gartikphone 1. Dankeschön, Lasagne, das Ausrufezeichen. Ui. Dann kann ich jetzt ja mal gucken, ob der Clip auch schon auf meiner Homepage gespeichert ist.
Denn da bin ich gerade dabei, das Voting-Skript schon fertig zu machen für die Clip-Vorschau. Oh, Scribble hat 4 Stimmen. Ja, die letzte Aktualisierung war gerade eben. Sehr schön. Scheint zu funktionieren. Ich liebe es, wenn programmierte Sachen funktionieren. Nice. Das ist doch cool. Die Hälfte der Umfragezeit ist schon fertig. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal Richtung Scribble eigentlich gehen. Ich gehe mal sehr stark von aus, dass sich das nicht noch ändern wird. Und wenn doch, dann ist das so. Dann musst du neu umfragisieren. Ne, warum? Na, wenn es dann unentschieden gibt? Kann ich ja entscheiden. Ach so. Ja, stimmt. Oh, der hat 3 Ecken. Da habe ich was angestellt. Ja, wirklich. Tja. Mein Headset macht wieder das, was es schon ewig nicht mehr gemacht hat. Was denn? Bock. Oh. Wild. Pock. Warum tut es das? Pock. Keine Ahnung. Pock, pock, pock. Pock. Merkwürdig. Immer noch? Ja. Weiß nicht. Ist nicht schlimm. Das ist ganz, ganz leise. Okay. Das war jetzt lauter. Ja, die letzten Sekunden laufen. Ja, jetzt steht's 4-4. Scribble ist ja quasi wie Gartic Foam. Ja. Oh, Stadtlandfluss 5. Oh nein. Nein. Damit hat Stadtlandfluss gewonnen. Verdammt. So. Da habt ihr den Link, da könnt ihr mit reinjoinen. So, dann bastel ich ganz laut geschnarcht, genau. Weg ist der Vari. Lob. So. So, ich muss aber meine Cam, glaube ich, eher hier rüber setzen, weil sonst verdecke ich wieder die Antworten. Bei mir eine ganz komplette weiße Seite. Was ist da los? Keine Ahnung. Ich kann auch gerne den Code hier einmal für alle Handynutzer
einscannen, dann könnt ihr übers Handy mitmachen, ganz wild. Man muss die Cookies zulassen. So, was nehmen wir denn für Kategorien? Dinge, die man nicht essen sollte. Scheidungsgrund. Gute Idee. Schlechte Superheldennamen. Ausrede für Verspätung. Und ein paar Klassiker. Weil das sind jetzt alles nur Scherzdinger. Mhm. Oder soll das so? Ich bin halt gerade echt am Überlegen. Will der Chat Serious-Kategorien drinne haben oder sollen wir alles so ein bisschen um die Ecke machen? Nein, it's serious. Grund für eine Gehaltserhöhung. Oh, das könnte auch schwer sein. Gehaltserhöhung. Oh, ich mache einen Kompromiss. Reflash. Unmögliche Berufe. Okay, danke. Also unmögliche Berufe im Sinne von Hasenzüchter. Nee, schon so richtig weit weg, so von wegen Einhornkotze-Sammler. Sowas in die Richtung. Ah, okay. Hm. Das ist völlig in Ordnung, Birky. Das sind deine Punkte. Oh, ja. Dinge, die man danke Reflash. Dinge, die man nicht in der Hosentasche haben möchte. Direkt sperren? Ja, hau raus. Okay. So, dann. Melden. Scan. Weiter. Siehe Nachrichten. Zuck und tschüss. Und hier. Und die Kategorie noch ändern. Auf dein Wohl, Fuhai. Prost. Und dann wird das Stadt. Wo ist das Spiel? Stadt, Land. Nö.
Kategorie besondere Events. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr Chat lesen, weil wegen immer noch nur ein Bildschirm. Oh Mann. Wollt ihr noch eine Kategorie? Boah, ich glaube, das reicht, oder? Gut. Peinliche Todesursache. Und ich glaube, dann 8 Dinger reichen. So, Einstellungen. Wir spielen 5 Runden. Zeitlimiter, Rundenende nach Zeitlimit. Dann hat jeder genügend Zeit. Ich glaube, 2 Minuten sollten reichen. Ich möchte kein öffentliches Spiel. Wollt ihr 3 Minuten? Ja, so lang, glaube ich. Ich glaube es halt auch. Das ist es halt. Warte mal, konnte man nicht. Mindestens fertige Spieler. Wenn zwei fertig sind. Ja. Dann ist es, glaube ich, auch. Warte mal, wir sind 2, 4, 6, 8. Ich denke mal großzügig 3. Ich bin heute ein Gönjamin. So. Seid ihr ready? Wir haben die Kategorien. Dinge, die man nicht essen sollte. Scheidungsgrund. Schlechte Superheldennamen. Ausrede für Verspätung. Grund für Gehaltserhöhung. Unmögliche Berufe. Dinge, die man nicht in der Hosentasche haben möchte. Und peinliche Todesursache. Rechtschreibung lege ich keinen Wert drauf. Ja, ansonsten, wir sehen es locker. Das soll unterhalten. Ne? Also, auf los geht's los. C. Ach du Scheiße. Oh, cool. Kann aber irgendwie gar nicht auf fertig drücken, ne? Okay, dann ist der Zeit-Dings doch stärker. Ist ja auch wurscht, ja. Also ich kam gar nicht dazu, fertig zu drücken, weil ich noch geschrieben habe, bis auf den letzten Drücker. Huiuiui. Ich bin gespannt. Dinge, die man nicht essen sollte. Clowns. Boah. Boah. Chlorreiniger. Ja. Zynit. Chlortabletten.
Verstehe ich. Cyanid, ja. Chamäleon-Kacke. Kalamari. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Und Chamäleons. Stimmt, die sollte man auch nicht essen. Aber jetzt kommen wir zu der wichtigsten Sache. Dem Scheidungsgrund. Die Chamäleon-Affäre. Erkläre dich, Reflash. Ja, was soll ich da erklären? Also, eine Affäre mit einem Chamäleon wäre durchaus ein Scheidungsgrund. Das arme Chamäleon. Ja, was soll ich sagen? Der Chef hat mir für die... Besseres eingefallen. Ja, das ist völlig fein. Der Chef hat mir für die Trennung viel Geld geboten. Charakteränderung. Oh, serious. Karina aus der Welt. Ja, das ist gut. Das Fiese ist, bei uns im Büro arbeitet eine Karina auch mit C geschrieben. Bilder in meinem Kopf. Christ. Fühl ich. Chemische Explosion. Okay. Fühl ich auch. Zysten. Oh, Erleck, wer wird denn so oberflächlich sein? Aber kann auch sein. Vor allem ist das falsch geschrieben. Ist doch, ist egal. Ich habe gesagt, das ist mir, Rechtschreibung ist egal. Na gut. Schamlosigkeit. Stark. Schlechte Superheldennamen. Cooles Weichei. Mhm. Klitorisma. Restman. Chlorophyll, Clara. Finde ich super. Christopher. Captain Klaustrophob. Auch stark. Can-Man. Und Chameleon Man. Ausrede für Verspätung. Chaos in der Bahn. Oder anders gesagt. Deutsche Bahn. Chorprobe findet woanders statt. Chemiewerk ist explodiert. Karina aus der Buchhaltung braucht etwas länger, um aus der Besenkammer zu kommen. Okay. Zitin-Operation. Zitin ist doch hier das, was in Panzern von Käfern und so weiter ist, oder? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Boah, ich wusste was. Danke für Lasagne. Sharing-Car kaputt. Ja. Chlamydien. Und Chili-Brand. Okay. Grund für Gehaltserhöhung. Crazy zuverlässig. Oh, das ist ja spießig. Kennst mich doch. Der Chefin ein Alibi für den Seitensprung gegeben. Charming. Cha-cha-cha-cha. Charming. Und C. Elek, was möchtest du uns damit sagen? Gute Nacht, Fuhai. Dito und so. Da war wahrscheinlich die Zeit einfach um. C. Sorry. C. Chamäleon-Dressierer. Mhm. Christkind auf den Osterinseln. Cupholder. Cupholder. Welchen Cupholder meinst du? Meinst du im Stadion, so von wegen hier, halt mal mein Bier, ich muss mal aufs Klo? Oder meinst du... Oh, das bezahlt? Fände ich nice. Ich finde die andere Idee in meinem Kopf gerade viel, viel interessanter. Und das als Homosexueller ist auch noch viel, 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 viel schöner.
einfach einer, der vor der Frau Zoe vorläuft und die Brüste festhält. Oh, das ist entspannt. Oder einfach hinter der Frau läuft. Oh Gott. Aber es gibt so Dinger, die heißen BHs. Die regeln das auch. Ja, aber das ist ja ein unmöglicher Beruf. Ach so, ja, okay. Chlorableiche Geschmackstester finde ich auch gut. Aber mich holt der Cupholder mehr ein. Ja, ab. Cyan. Katamaran. Wartungsingenieur. Oh Gott, allein schon für das Wort, das könnte ich noch nicht mal sprechen. Hallo? Oh nein, ich kann keine mehr drücken. Nein! Und Chamäleon-Erschaffer. Aha. Okay. Dinge, die man nicht in der Hosentasche haben möchte. Clementinensaft. Ja. Chlorgetränktes Taschentuch, wenn ein Bewusstloser im Auto sitzt bei einer Polizeikontrolle. Chrysanthemen. Ich verstehe den Hass bei Chrysanthemen absolut. Katamaran-Wartungsingenieure gibt es wirklich. What? Jetzt aber so auf die Schnelle. Nichts. Der tapfere Meister ist mein Seelenverwandter. Okay. Cyanid. Okay. Chamäleon-Kacke. Und Chamäleons. Peinliche Todesursache. Clowns haben einen zu Tode erschreckt. Sad but true. Zitrusfrucht ganz verschluckt. Kollabiert. Das wird ein plus 5 von Möll bekommen haben. Nee, von mir. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Danke, Müll. Danke. Jetzt wahrscheinlich auch von Müll. Chlorbleiche Geschmackstest. Chlor getrunken. Christuskreuz auf Kopf bekommen. Oh ja, das fühle ich. Und Katastrophe. Sehr stark. Sehr gut. Dann könnt ihr unten auf Fertig klicken. Ja. Da war ja was. Way. Vor dem tapferen Meister. So, nächste Runde. Macht euch bereit. Sie lautet, oder der Buchstabe lautet T, wie Theodor. Irgendwie ist bei mir sehr makaber geworden, diese Runde.
kam wieder nicht zum Fertig runter. Hm. Uff, uff, uff. Ich bin dieses Mal nicht so kreativ gewesen. Dinge, die man nicht essen sollte. Tannenzapfen. Tinte, Tinkturen, Taschentücher mit Substanzen, Trollbeeren, Thallium, Teeblätter und tote Menschen. Okay. Ich sehe tote Menschen. Scheidungsgrund. Titten zu klein. First World Problems von heterosexuellen Männern. Von vielen. Oder von Frauen. Ich meine, wer kennt es nicht? Frau zu Mann. Ey, Schatz, deine Titten sind zu klein, wir müssen uns trennen. Gott, mein Kopf macht wieder ganz komische Dinge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheidungsgrund, Tod. Ja, bis der Tod uns scheidet, stimmt. Tennistrainer-Liebschaft. Hm. Taschentücher. Wieso sind Taschentücher ein Scheidungsgrund? Ich will es nicht wissen. Das fühle ich auch nicht. Ich will es nicht wissen, aber Tangas passen nicht mehr. Thorsten aus der Werkstatt. Müll, möchtest du mir irgendwas mitteilen? Ich frag da mal so für einen Freund. Nun. Vielleicht ist sie gerade auf deiner Arbeits-Homepage unterwegs. Nee, wir haben keinen Thorsten. Ach so, ich dachte gerade. Hallöche, Missy. Na, wenn er vorher aussieht wie The Rock oder Henry Cavill und nachher wie, wo ist Walter? Hm. Hallo, Missy. Ich schreibe an einem Drehbuch über die Eskalation bei uns in der Firma. Ich verstehe. Aber Teesud-Weissagungen finde ich halt echt stark. Da muss erst mal drauf kommen, auf das Wort. Und Tanz. Mhm. Schlechte Superheldennamen. Tollere Kerlin. Okay. Tragödienmann. Oh, den fühle ich. Es sind gute Zeiten, schlechte Zeiten für den Tragödienmann. Top of the Flops, auch stark. Tollmann. Mhm. Tortenwerfermann. Talentfreier Tobias. Mitzi, du musst gleich mitspielen. Warte, ich poste dir einmal den Link. Wo ist der Link hin? Weg. Wo ist er hinten? Weg. Da ist er. Ich weiß nicht, ob du quer einsteigen kannst. Das müsste gehen. Tigerkätzchen. Lasagne. Nur für dich. Du Tigerkätzchen. Ausrede für Verspätungen. Ein Mensch. Hallöchen, Freaky. Tiger. Hallo. Rar. Oh no. Ausrede für Verspätung. Teamkamerad ist ertrunken. Hm, verstehe ich. Tierunfall? Hm. Too late. Sorry. Hallo. Talschaden. Oh. Habe ich schon gesagt, ja? Ja. Torte von Tortenwerfermann ins Gesicht bekommen. Musste mich sauber machen. Tom hat mir meine Cups nicht fest genug gehalten und ich brauche einen neuen Cupholder. Tina, oh, Alec hat den Müll gemacht. Tina aus der Buchhaltung. Tintenherz gelesen. Mhm. Ich hatte abgestimmt für das Game und habe vergessen mitzuspielen. Wow. So gut bin ich. Da kannst du ja noch über den Link im Chat. So ist ja nicht. Und für Gehaltserhöhung, Teambeste. Time Manager, toller Hecht. Trittbrettfahrer. Mhm. Tor bei Gehaltserhöhungstorwandschießen auf Sommerfest, Sommerfirmenfeier gemacht. Tatsächlich mal gearbeitet. Ja, fühle ich. Tina aus der Buchhaltung. Schon wieder, Alec. Tina ist für alles gut. Oh,
und toll sein. Ne, toll sein reicht nicht, Cookie. Toll sein reicht nicht. So, unmögliche Berufe. Tannenzapfen wieder Aufhänger. Stark. Ich fand, der war schon kreativ. Das war schon aber um zwei Ecken gedacht, du. Tiefsee-Toilettentaucher ist auch stark, finde ich. Toilettentieftaucher. Nee, kriegt mich nicht so sehr wie der Tiefsee-Toilettentaucher. Das ist da immerhin noch mal ein T mehr drin. Taschentuchaufbereiter. Und wo siehst du das T mehr drin? Bei T wie Tiefsee? Ja, und Toilettentieftaucher? Ja. Aber die Reihenfolge macht's. Ach so, na dann. Das meint er. Weil in See sehe ich kein T. Ich schon, ich sehe dann T. Okay. Tieftaucher. Ja. Als Engländer. Ja, genau. Wo war ich drin, Herr Fahrer? Ja. Tastaturenfettungsbeauftragter im Großraumbüro. Autschi. Das ist auch schon speziell. Teesommelier und Tortenauferstehr. Totenauferstehr, mein. Tortenauferstehr. Ja, Entschuldigung. Das ist Reflash in der Geburtstagsparty. Dinge, die man nicht in der Hosentasche haben möchte. Tannennadeln. Mein Gott, jetzt bin ich komplett durch. Tannennadeln, Tinte, tierische Tentakel. Ja. Ich kann nicht mehr abstimmen, verdammt. Terrassen. Oh ja, ich nehme heute mal meine Terrasse mit zur Arbeit. Totes Stinktier. Mhm. 2x1. Teekanne und Tiegel voll Koks. Jo. Peinliche Todesursachen. Jetzt wird's hoffentlich gut. Tetanusspritze getrunken. Okay. Alles klar. Tantra-Sex. Okay. Eskaliert ein bisschen quickly, aber okay. Trockeneiserkältung. Nein, es tut mir leid. Ich muss dem Tiefsee-Toilettentaucher ein Like wegnehmen. Das ist dann doch die Trockeneiserkältung. Die ist geil. Totschlag durch Partner nach Taschentuchvorfall. Oh Gott, oh Gott. Stinktiergase im Bus. Das musste ich leider downvoten, weil wo ist da das T? Stimmt. Das dürft ihr gerne rausstreichen bei mir. Tut mir leid, Herr Wari. Nee. Sogar zwei Tee, erstickt. Ah ja, klar. Nein, das ist völlig fein. Ich wollte eigentlich, glaube ich, tot durchschreiben, aber egal. Tiger kuscheln im Streichelzoo. Hallöchen, Loyos. Tee mit Cyanid versetzt und torkelnd von der ersten Etage gefallen. Stark. So, ihr drückt mal schön auf fertig. Ich muss einmal mit meiner Konfirmandenblase kurz aufs Klo und dann kann es gleich weitergehen. Drei Runden haben wir noch und wer noch mitspielen möchte, hier ist der Link. Bis gleich. Bis gleich. Nee, Loyos, irgendwie kein Stadt, kein Land und kein Fluss. Nein, du musst nicht richtig Deutsch schreiben. Hauptsache der Anfangsbuchstabe stimmt, Missy. Ja, Missy, genau so. In dem Spiel muss doch Missy Profi sein. Oh, Missy ist da richtig gut drin. Diese Aussage von Reflash revidiere ich. Nee, der Buchstabe muss nicht am Anfang vorkommen. Es muss ein logisches Wort mit dem Anfangsbuchstaben sein, der auch Sinn macht. So, ja. Weil ansonsten würde Missy dann sowas schreiben wie Tee erstickt durch Stinktiergasse im Bus. Ach so. Ja, okay.
Eine Person hat noch nicht fertig geklickt und das bin ich. Nee, bin ich nicht. Ha! Meinse, Beinse tun so weh. Oh nein. Dann tut ihr jetzt gleich auch noch das Hirn weh. Als gekühlter Bommelunder. Ich weiß nicht, Bommelunder, eisgekühlt. Ich weiß nicht, wo das jetzt auf einmal herkommt. Ich habe so komische Lieder im Moment in meinem Kopf. Ich bin's nicht. So, wir machen mal weiter. Ende erzwingen. Da bin ich gefallen. Tief gefallen. Nächste Runde. Neuer Buchstabe. Und der lautet L. Es gibt auch keinen fertig. Jetzt habe ich tatsächlich mal die Möglichkeit gehabt, nachzugucken. Sag ich doch. Ups. Bin zu langsam. Oh. So, Dinge, die man nicht essen sollte. Lava. Lustknochen, Libidozügler, Leichen, weil wegen ist so, Leim, Latex, Lasagne, Lacke und Farben, Latexhandschuhe. Scheidungsgrund, Lena aus der Buchhaltung. Ich merke da ein Pattern. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was? Langeweile. Laientheatergruppe im Bett des Partners. Oh, okay, Missy, ja. Liebe jemand anderen, sorry, Bro. Liebschaft im Büro, Lügnerin. Leguane im Bett, Lisa aus der Buchhaltung. Lena und Lisa. Latex alle. Ja, verstehe ich. Und lachen. Ja, ey, ganz ehrlich, also wenn man manche hört, die lachen, puh. Schon anstrengend, ja. Ja. Reflash hat das Wort Lava entdeckt. Lavalauerin. Lutschermann. Lulumann ohne Lulu dran. Oh, jetzt kriegt er sogar schon einen eigenen Slogan hier. Lachsackmann. Lockenwicklermann. Lausküsser. Lord Lust. Lispelmann. Latina Love. Ich kann das auch nicht anders aussprechen, ne? Latina Love. Und Lollmann. Ausrede für Verspätung. Liebe war wichtiger. Lag noch im Bett. Liederbuch gelesen. Locken des Pudels geklettet. Leider die Unterwäsche der Liebschaft liegen lassen und deshalb Stress mit dem Partner, der Partnerin. Können die Leute so schreiben?
Ja, Biermüll ist on fire jetzt. Laufen gewesen. Licht ist dicht. Oh Gott, ich komme da nicht durch. Die Straßenlaternen, sie leuchten so hell. Die verhält hatte Verspätung mit dem Essen. Labrador-Welpe hat süße Augen gehabt. Na, Tiere ziehen jetzt gerade nicht bei mir. Muss ich gestehen. Ein langer Weg. Grund für Gehaltserhöhung. Lobesrede für Chef. Lange Überstunden. Lager aufgeräumt und Müll weggebracht. Lachgas für alle in der Kantine spendiert. Ich bin die Lieblingsmitarbeiterin. Libido erreicht. Luxusproblem. Lisa aus der Buchhaltung. Lottogewinn vom Chef und Laute gespielt. Lilienblattzähler. Okay. Löffelchen-Stellungstester. No. Ist das dann bei G ein großer Löffelchen-Stellungstester und bei K kleiner Löffelchen-Stellungstester? Sprach ja. Für einen Freund. Je nachdem, welche Löffelchen-Stellungstester gibt es denn? Oder welche Löffelchen-Stellungen hast du denn schon getestet? Das werde ich nicht on Stream erklären. Okay. Luftikus. An die PM schicken. Doch, hey, ich kann dir auch eine Skizze zeichnen. Das ist alles kein. Libellenbegatter, Luftikus, Lampendreher, Lethargia, Laternenmastanschalter, oh, auch schön. Lachanfallberuhiger. Oh. Laternenmastanschalter waren dann auch die Nachtwächter. Dinge, die man nicht in der Hose haben sollte. Leberwurst, ein Lampenschirm. Lianen mit Schlangen, ein Loch, ganz klar, verliert man ja auch alles damit. Leichenteile, Leichen, Lux. Limerick oder Limerick? Nee, Limerick, oder? Ich weiß es nicht gerade, wie es ausgesprochen wird. Lamas und labrige Elektrogeräte. Peinliche Todesursache. Ein Lachanfall. Nö. Wäre nicht für mich eine peinliche Todesursache, ganz ehrlich. Mit so einem fetten Lachen im Gesicht so in der Leichenstarre zu liegen, gibt Schlimmeres. Ich würde sogar darauf bestehen, dass ich mit einem offenen Sarg dann beigesetzt werde. Lange Nacht auf dem Friedhof, die hat man dann. Leben aus auf peinliche Art. Lachsfischangelwettbewerb mit Grizzly verloren. Liebschaft mit der Bürokraft. Oh, es ist gar kein Name mehr. Laterne im Winter geküsst. Ricky sagt Le. Ja, das ist Französisch, dann heißt der. Ricky googelt. Also, sorry. Ich habe gesagt, es war zu schnell. Oder ich war zu langsam. Wie auch immer. Definitionssache. Ja. Lustlosigkeit. Ja, laminiert beim Laminiergerät benutzen. Was? Hä? Laminiert beim Laminiergerät benutzen. Ach, man hat sich wahrscheinlich einlaminiert. Jo, verstehe. Eiskalt einlaminiert. Ja, das ist natürlich. Und Luftnot nach Lachanfall. Nice. Ich mag eure Krankengeister und Dankeschön, Missy, fürs Reinbuttern in die Community-Herausforderung. Dasselbe gilt natürlich auch an Müll. Französisch ist nicht erlaubt hier. Nee. Ich hab wieder aufgeholt. Hey. Alles klar, Entschuldigung für meine falschen Letter. Du ramast nur. Alles klar, verstehe ich. So ein Kehrgarten, ey. Das ist voll Philadelphia hier. Ja, sowas von Philadelphia. Und Dankeschön auch an Fluffy und Bergi. So, seid ihr ready? Nächste Runde. Mach es besser. So, ist der Buchstabe.
siehst du. Dinge, die man nicht essen sollte. Unterhose. Uhrenmechanik. Uhu. Uran. Uranit. Ungeheuer. Heiße Lava. Ein Ungeheuer. Uterusse. Uteri. Uterus. Okay. Uranus. Das fühlt zu weit weg. Und Urin. Hallöchen. Corvus Gaming. Kann man nur trinken. Na, und Hallöchen auch natürlich euch Raiders. Wie lief Ark? Oh, ihr wart dann anschließend noch im Chat-Chatting und habt euch eine eure Gute-Nacht-Geschichte abgeholt. So ist richtig. Hallöchen, Draguel. Hattet ihr einen schönen Stream? Heute kein Ark. Entschuldigung, heute kein Ack. Wir sind hier gerade noch in den letzten Zügen des Denksport-Donnerstags und spielen gerade Stadt, Land, Fluss in einer ulkigeren Version. Wer mitspielen möchte, kann sich dem gerne noch anschließen. Müll, was ist Uranit? Urinstein. Hattet ihr denn Spaß? Was habt ihr denn heute gemacht oder habt ihr heute nur gequatscht? Warte, ich kann ja gemein sein. Ich könnte ja einfach mal im Discord gucken, was er gemacht hat. Moment. Zurück in den schrecklich schönen Wald. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo man diese kleinen Zwergis da so mit rumlaufen hat, oder? Brumble Mountain King. Und hatte das Spaß? Sehr schön. So, wir machen mal weiter mit dem Scheidungsgrund. Unzufriedenheit, Untreu, Unterhose falsch anziehen, untervögelt, Ursula die alte Seehexe, Untreue, Urin im Bett, Unterlagen vergessen, Urologe befriedigt einen besser und Ulmenholz. Ulmenholz als Scheidungsgrund? Naja. Wenn das Nudelholz aus Ulmenholz ist. Ach so, ja, das ist logisch. Hat richtig Spaß gemacht. Ein sehr schönes Spiel, aber auch sehr schockend. Das glaube ich. Ich habe das auch schon in ein paar Streams gesehen und ich dachte mir so, uff, okay. So, schlechte Superheldennamen. Unterhosenmann. Unfallverursacher. Uniman. Urinierer. Untalentierter Udo. Ungenau Mann. Kommt immer. Manchmal zu spät, manchmal woanders hin. Das fühle ich. Unbekannter Affe. Untergrund. Unterleiblos Mann. Und ulala, ich bin da, Mann. Finde ich gut, Alex. Finde ich gut. Ulala. Ich bin da, Mann. Ausrede für Verspätung. U-Boot kam zu spät. Sorry, Chef, bin untergegangen. Meine Uhr ging rückwärts. Unter den Tisch eingeschlafen. Ups, da bin ich wohl falsch abgebogen und wieder im Bett gelandet. Wer kennt's nicht? Unfall mit zwei Koalas und einem Känguru. Okay. UFO-Entführung. U-Bahn war tot. Unterleibskrämpfe. Man kennt's nicht. Und weiß nicht. Und für Gehaltserhöhung. So, womit muss Vari morgen zum Chef? Hey, ich bin eine Uniformsträgerin. Chef, hey, ich bin umgänglich. Chef, guck mal, meine Urinprobe hier, bitte. Ich möchte mehr Gehalt. Ultra geil. Unglaublich gut aussehen und talentiert. Umstandsmodus teuer. Missy, möchtest du uns was mitteilen? Unglaublich geniale Projektarbeit abgeliefert. Was? Missy schwanger? Das ist jetzt das Gerücht, was rumgeistert. Was wäre das denn? Hoffentlich ein Baby. Und hoffentlich keine Missy. Uterus wurde entfernt, Uterus-Bonus und unterirdische Arbeitsqualität im Tiefbau. Nice.
Unmögliche Berufe. U-Boot an LandwärterInnen. Binden die dann die U-Boote an und ziehen die dann raus? Ja, und warten die dann da. Aber was macht das U-Boot an Land? Ja, das ist ja das... Unmöglicher Beruf. Genau. Ach so. Uhu-Geruchstester. Unmöglich, Rieflisch. Ja. Genau. Den Job könnte ich gerade einmal machen. Ah, geht nicht. Ist leider ein Brittstift. Aber, nein, gar nicht wahr. Ich hätte hier sogar ein Uhu. Und alles Kleber. Aber da rieche ich nicht dran. Uhrendreher. Urheberrechtsverletzer. Stark. Ungeheuer Aufspürungsbeauftragter. Oh, Mel möchte nach, wo war das? Loch Ness? Schottland. Umleitungsbeschreiber. U-Boot-Trockenleger, Uterus-Reinigungskraft, U-Boot-Fensterputzer und Urintester. Da möchte ich auch nicht gerne sein. Dinge, die man nicht in der Hosentasche haben möchte. Usambara-Pfeilchen. Mhm. Was ist das? Pflanze. Was macht die? Keine Ahnung. Warum möchtest du die in der Hosentasche haben? Die wächst und macht Usambara. Usambara. Genau. Die tanzt und singt? Okay. Genau. Anstatt Capybara singt die ganze Zeit Usambara. Usambara, 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 Usambara. Usambara. Ein Uhu. Uhu kriegt von mir ein Plus. Ich hasse Vögel. Urin, Uran, Ungeheuer, umgedrehte Hosentaschen. Mhm. Urinale, Uterus, Ute aus der Buchhaltung, weil jeder eine Ute in der Buchhaltung hat. Aber Uhu könnte auch alles lieber sein. Und Unterhosen, die gebraucht sind. Auch das würde ich fühlen, ja. Das fühle ich auch. Niemand will Usambara-Pfeilchen, die sind kacke. Okay. Peinliche Todesursache. Unterhosenerstickung. Danke an dieser Stelle an Reflash. Wieso? Kommt gleich noch. Umgefallen mit Latte. Uri Geller hat mich verbogen. Ha, du Löffel. Nein, ich muss Unterhose, die gebraucht sind, wegmachen. Und Uri Geller hat mich verbogen. Finde ich witziger. UFO-Entführung schiefgegangen und mit UFO abgestürzt, weil der dicke Arsch zu schwer war. No. Unterschied zwischen rechts und links verbockt. Unbefristete Lebenserlaubnis. Uterus gegessen und dann eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Und man hat hier Uterus-Probleme. Unterhose auf Kopf gesetzt und leider stranguliert. Ah, kam das von dir? Ja. Wir denken zugleich. Und Ulm besucht. Stark. Stark, stark. Da dürfte einer auf Fertig klicken. Ja. Ach ja, da war ja was, ne? Genau. Ulm besucht, feiere ich. Aus Gründen. Aus Gründen. So, nächste Runde. Letzte Runde müsste das, glaube ich, sein. Und der Buchstabe lautet P wie Paula. Nein, das mache ich wieder weg. Yeah.
ist ja nicht überall dasselbe. Keine Ahnung. Oh. So. So, so. Keine Ahnung. Dinge, die man nicht essen sollte. Einen Pflaumenkern. Pizza Pepperoni Palladium Paprika. Voll im Palladium, ja. Das ist der Grund. Pumpernickel. Pilzvernichtungsmittel. Papa. Ja. Polypen. Penis. Egal von wem oder was. Papayas. Penisse. Und Papier. Möchte diese Antworten bitte anonym vorgelesen haben? Nein. Nein. Porzellan runtergeschmissen ist ein Scheidungsgrund. Oder Paarschippen, neues Paar gesucht im Swingerclub. Penisbruch, Pilzerkrankung im Intimbereich. Papa hat's gesagt. Penisform ist verstörend. Pinzetten. Penis riecht auf einmal anders. Penis zu klein. So nämlich. Schlechte Superheldennamen. Pampershase. Oh. Oh, der Pampershase ist süß. Den finde ich eigentlich süß. Oh. Parkausmann. Bei Parkausmann muss ich ganz ehrlich sagen, stelle ich mir Müll gerade vor, wenn wir wieder mal bei Ikea sind und hinter uns einer ist und ewig nicht rausfährt. Jetzt Parkausmann! Würde ich sie sehen drin. Oh Gott. War die Kategorie Dinge, die mit Penis anfangen? Nein, Burger. Der Buchstabe war Penis. Ah. Jetzt verstehe ich. Pimperella. Pfannkuchenmann. Pampersman. Leitegeier. Preisrabattmann. Po-Man. Popo-Mann. Und Papageien-Peter. Ausrede für Verspätung. Pampers vergessen. Penis im Reißverschluss eingeklemmt. Passende Unterwäsche gesucht. Parkplatzprügelei. Papagei hat den Wecker verstellt. Penis im Reißverschluss eingeklemmt. Danke, Missy. Oh. Post hat die Adresse vergessen. Patent abgelaufen und Postamt war mal wieder voll. Was denn, Missy? Durch meinen Schreibfehler haben wir beide Punkte bekommen, okay? Halt, nein, da wollte ich hin. So. Ja. Ich glaube wirklich, ich habe langsam ADHS. So, Grund für Gehaltserhöhung. Papa hat gesagt, ich kann das. Och, Missy, Penis im Reißverschluss herausbekommen. Glückwunsch. Da kann man nur gratulieren. Prime-Mitglied. Perfekte Fachkraft und so. Porno macht Millionen im Internet. Okay.
Ricky, möchtest du uns irgendwas mitteilen? Bist du auf irgendwelchen Pornoseiten plötzlich viral gegangen? Nö. Preiserhöhung. Ja, Cookie, fühle ich. Preise sind einfach gestiegen. Also auch mein Preis für die Arbeit. Sonst hätte ich ja eine Gehaltserhöhung bekommen, auch nicht. Ja, stimmt auch wieder. Primadonna. Personengleis. Personengleis. Pornografisch. Verstehe ich gerade nicht. Vielleicht Kreis. Okay, möglich. Mhm. Und Pornografisches vom Chef entdeckt. Oha. Oha. Unmögliche Berufe. Pinguin in die Wüste bringer. Penisbefreier. Na, Missy, ich habe extra gesagt, ich schreibe nicht überall jetzt was mit Penis rein. Aber irgendwie war das klar. Ja. Pampers Wiederverwerter. Mhm. Pfannkuchen von der Decke Kratzer. Oh, auch schön. Parkuhrensteller. Auch. Parkuhrensteller finde ich kreativ. Gibt's den Job nicht sogar? Weiß ich nicht. Pink-Liebhaber. Parkuhrenstellen. Polizeikontrollen-Saboteur. Das fühle ich. Präkognitiv. Was? Präkognitiv? Das klingt wie ein Eigenschaftswort. Ja, das ist einfach kein... Nee. Nee. Maria hat die letzte halbe Stunde nur Penis und Cock gesagt. Penis, 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 Penis. Pflanzenpsychologe. Und Popcorn in Maisumkehrer. Fies. Pflanzenpsychologe finde ich süß. Gibt's doch bestimmt. Ja, bestimmt. Einige, die mit ihren Pflanzen reden und die Probleme von denen handeln. Dinge, die man nicht in der Hosentasche haben möchte. Pinguin. PowerPoint-Präsentationen ausgedruckt. Eine Penispumpe. Kam das von Missy? Von Sensen Lady. Ach so. Biermüll schrieb, Pfannkuchen mit Nutella. Papierklammerschachteln möchte Freaky nicht drin haben. Eine Pornodarstellerin möchte Cookie nicht haben. Papayas möchte Alec nicht haben. Ein Phallus möchte Legende nicht haben. Und tapferer Meister möchte keine Pampelmusen haben. So, und jetzt die peinliche Todesursache. Pinguin aus dem Wasser gerettet und selbst ertrunken. Tja, schön blöd. Ja. Plastischer chirurgischer Unfall. Also plastische Chirurgie, wahrscheinlich Unfall. Ein Plattfuß im Verkehr. Oh. Ja. Pfannkuchen mit so viel Nutella zu gierig verschlungen. Müll erzählt wieder Geschichten aus ihrem Leben. Aber sie lebt noch. Ja. Sie wurde wieder belebt. Nein, sie ist gestorben, weil sie den Pfannkuchen mit so viel Nutella zu gierig verschlungen hat. Oh, stimmt. Der Porno ging daneben bei Freaky. Hm. Gott, das kann man auch aus dem Kontext reißen. Na, egal. Trifft ja nicht mich. Irgendwie war das jetzt auch passend. Entschuldigung. Heute Abend ist schief gelaufen. Ich glaube auch. Aber sich verschlucken bei dir passt auch zum Porno wieder, siehst du? Ja, ja, ja. Wir sind uns einig. Preiskupon verschluckt beim Bezahlvorgang. Das wäre doch ein super Titel für einen Porno, der daneben ging. Oh Gott. Pillen vertauscht. Penis. Und private Odyssee. Penis. Der Penismann. Oh Mann. Ich bereue es jetzt schon. Ich glaube, das war die letzte Runde, oder? Nein, das war Penis. Das war Penis.
präsentiert von Variantus LP. Das exportiere ich als Klingelton. Geil. So eine kleine Penis-Compilation. Penis, 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 Penis. Ah, herrlich. Endergebnis. Mi 1, Cookie 2, Biermüll 3, Reflash 4, Helig auf der 5, Tapferer Meister 6, Sensenlady 7, Legende 8, Mächtiges Match Missy 9 und Verrückte Fluglinie auf der 10. Da steht doch was anderes. Oh, Entschuldigung, verrückter Airliner-Schaftler. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Geht doch. Warum nicht gleich so? Ja, weil der Porno daneben ging. Ja, wir waren das Letzte, aber wir waren gut. Ah, das hat Spaß gemacht. Das war schön. Einfach mal mit euch komplett abspacken. Das ist doch super. Missy, deine Penisse waren gut. Missy, hast du das gehört? Deine Penisse, sie waren gut. Das hat. Wildtier. Warte, warte, das hat Mann noch nie erlebt. War das nicht mal eine Moderatorin? Missy Cock am Ring? What? Okay. Ne? Missy, oh nee, die ist anders. Gab's da nicht früher mal so eine Show? Birgi schreibt, das war Ulla. Ja, Ulla Kock am Brink mit der 100.000-Mark-Show und was sie nicht alles moderiert hat. Okay, nicht Missy. I'm sorry. Naja, wenn du da jetzt aus Ulla eine Trulla machen würdest, dann würde das vielleicht wieder auf Missy eventuell passen. Missy Kock am Brink, das ist besser, besser. Ulla Kock mit Ring hat mein Papa immer gesagt. Eieieiei. Nee, Müll, es wird nicht nochmal geben. Das war für mich die letzte Runde. Ich werde euch jetzt gleich weiterschicken, weil, uff, tata. Ich habe ein bisschen viel. Sollen wir woanders Penisse hinbringen? Oh, bitte nicht. Das hat eine ganz, ganz schlimme Außen. Oh Gott. Nein. Das kann richtig, richtig, richtig böse ins Auge gehen, je nachdem, wen wir raiden. Dann geht ins Auge, ja. Schlaf gut, Missy. Oh, gute Nacht, Missy. Hallo, Lasagne. So. Wo schicken wir euch denn hin? Wollt ihr was Entspanntes? Mehr entspannt als die Penisse. Ach, die können manchmal auch ganz gespannt sein, du. Ach, siehst du, da kommt die richtige. Ja. Das ist gerade richtig, richtig gut, dass wir gehen, Däumelinchen. Der Stream war. Das Wild hier. Der Stream war gerade schon sehr penislastig. Ja. Von daher alles richtig gemacht, Däumi. Alles richtig gemacht. Ja, manchmal fühlt man sich dazwischen so, als wäre man mit so Dreijährigen hier unterwegs. Mindestens. Was, so alt schätzt du mich? Ja. Das ist ja frech. Ja. Das ist ja schon sehr, sehr frech. Aber wir können nicht alle nur Pinguine haben. Das ist richtig. Ja. Oh, Missy. Hallo? Sag mal, wolltest du nicht schlafen gehen? Nein, sie wollte duschen und dann Lymphdrainage machen und dann ins Bett. Ach, Missy einfach mit Reflash wieder streamen und dann ist sie eh still die ganze Zeit.
Passt doch. So, wo schicke ich euch denn jetzt hin? Das sind die Leute alle irgendwie düster unterwegs. Cult of the Lamp, Blasphemus, The Monolist. Oh. Ein Ulikat streamt Gartikenfon. Da passen Penis hin. Da raiden wir jetzt rüber. So. Dann gibt's jetzt ein Re-Raid quasi. So. Dann dürft ihr euch schon mal im Discord verabschieden, meine Lieben. Tschüss, Chat. Tschüss. Schlaf gut. Tschüss. Ich bin die Blasnani und ich war auch dabei. Oh ja, hallo. So. In diesem Sinne, hier noch einmal kurz der Hinweis. Am Samstag sehen wir uns das nächste Mal um 18 Uhr. Ich weiß noch nicht, was wir streamen werden. Vielleicht wird es Planet Zoo. Oder The Wandering Village. Oder wir schmeißen die Switch an. Ich habe es noch nicht festgemacht. Wir werden das einfach ganz, ganz spontan entscheiden. Also wie gesagt, Samstag ab 18 Uhr. Wir raiden jetzt rüber zur lieben meine Ulikat. Lass da mal ein bisschen Liebe da, mach das Herzchen voll und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja. Wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Bari. Bei was hat dein Anal... ein Analphabet Probleme? Genau, Dekadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, ein separates für den Stream. Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Ich stell mir das gerade echt vor. Was? Guten Abend, Missy. Oder besser gesagt, guten Abend. Ein Fotograf ist eben Fotograf. Das ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, gar nicht. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist.